Es gibt, so sagt man, drei Festtage im Leben eines Blumenhändlers. Muttertag, Valentinstag und Howard Carpendale-Konzerte. Der Mann, der zu dieser Deutschland AG gehört wie kaum ein anderer, ist heute unser Gast. Ein Solo für Howard Carpendale. Jetzt. Suspicious minds. Danke, vielen Dank. Danke. Howard Carpendale. Danke. Oh. Thank you. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Wussten Sie, dass Howard Carpendale der bessere Elvis ist? Na, so weit würde ich nicht gehen. Nein, nein. Aber ich habe gerne als Kind Elvis gesungen. Da bin ich überhaupt deswegen zur Musik eigentlich gekommen. Ja, du würdest gerne noch weitermachen, deswegen hältst du das Mikrofon fest. Ja. Brauchen wir gar nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ein Solo, eine Stunde für Howard Carpendale. Das ist großartig. Und ich kann dir die Frage nicht ersparen, Howard, wenn man 67 ist, was fällt dann schwerer, der Hüftschwung oder sich den Text zu merken? Der Hüftschwung. Hüftschwung ist schwerer? Ja, ja. Die war damals ziemlich radikal, ja. Das ging ab. In alten Zeiten? Ja, aber ich habe sehr oft ihn parodiert damals, das war meine Kindheit, ich habe immer Elvis' neue Lied gesungen in unserer Schulband damals und es ist immer irgendwas von ihm in mir geblieben. In der Tat, schau mal, da haben wir ein schönes Foto. Welcher bist du? Du bist der Mann in der Mitte, ne? In der Mitte, ja. Das ist ein Foto aus Südafrika. Das war meine erste Band. Es hieß The Strangers. The Strangers. Die Fremden. Ja. Du siehst auch ein bisschen fremd aus, wie ein Eishockey-Schiedsrichter. Ja, war eine schöne Zeit. War meine Schulkapelle. Ich glaube, das so wie in meinem 14. Lebensjahr circa. Du hast mal gesagt, ich habe von Kind auf gelernt. Wir steigen jetzt wirklich ein in ein wirklich faszinierendes Leben, von dem, glaube ich, viele nicht so richtig wissen, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Das ist so das Merkwürdige auch an dir. Man hat das Gefühl, man kennt dich ewig. Jeder von uns ist im Grunde mit dir aufgewachsen. Und dieser blonde Haarschopf, der gehört irgendwie zu Deutschland wie, weiß ich nicht, Gummibärchen und andere Dinge. Und trotzdem weiß man eigentlich erstaunlich wenig über dich. Also ich kann dir erst sagen, ich wog 11 Pfund, als ich geboren wurde. Und ich versuche diesen scheiß 11 Pfund seit damals loszuwerden. Aber klappt einfach nicht. Das bist du als Kind, ja? Ja. Und du sagst, ich bin eigentlich als Entertainer geboren. Ich habe von Kind auf gelernt, ein Entertainer zu sein. Wie ist das gemeint? Ich habe sehr viel Zeit alleine verbracht als Kind, weil meine Mutter, mein Vater sehr beim Beruf geholfen hat. Und ich kann mich nur gut, Elvis war noch gar nicht da, aber ich habe mich damals schon für die Entertainers von dieser Zeit, Dean Martin und Sammy Davis, sehr interessiert und ein bisschen studiert, wie die das machen. Aber damals wusste ich nicht, also so früh war mir nicht klar, dass ich irgendwann Sänger werden müsste. So, und wenn wir gerade bei Begriffen sind, Entertainer ist ein toller Begriff, der jedem Künstler schmeichelt. Du sagst, das mit Abstand scheußlichste Wort, das es gibt, ist das Wort Schlagersänger. Ja, so weit würde nicht gehen, aber es hat so eine breite Bedeutung. Und eigentlich hat mir noch niemand richtig definiert, was ein Schlager ist. Bis heute weiß ich nicht genau, was die damit meinen. Wenn einer sagt, ja, eingängige Lieder mit deutschen Text, dann kann ich sagen, Grünemeyer hat ein paar davon gesungen. Ne?
Grönemeyer Schlagersänger. Na, würde ich nicht sagen, aber nee. Es ist einfach ein Begriff, die jeder sagt, was hast du gegen dieses Wort? Und wenn du dieselbe fragst, die meint es eigentlich nicht unbedingt positiv. Also du haderst mit diesem Wort Schlagersänger. Für mich ist ja Schlagersänger, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Es ist für mich eine schöne Ballade. Ich habe englische Lieder, bin groß geworden mit englischen Liedern. Und als ich nach Deutschland kam und zum ersten Mal Schlager hörte, da war ich schon ein bisschen überrascht, weil damals guckte ich Jimi Hendrix und Beatles und Rolling Stones. Und zu der Zeit lief in Deutschland Vico Torriani und Peter Alexander. Es war eine andere Musik. Und da war ich schon ein bisschen überrascht. Aber ich habe mich relativ schnell mit dieser Art Musik erstmal. Ich müsste ein bisschen Brot verdienen. Das lief alles nicht so gut. Ich müsste irgendwo arbeiten. Also habe ich damals angefangen mit Schlager und habe die für die nächsten 20 Jahre gern gesungen. Und das zweite Wort, das du nicht gerne hörst, ist das Wort Opa. Warum? Du springst hin und her jetzt. Ich bin. Es sind drei Begriffe, ich komme gleich noch zum dritten. Ja, gut. Nein, das werde ich vielleicht nichts Offizielles, aber irgendwann hören müssen. Und ich werde diesen kleinen Enkelkind, sobald er sprechen kann, sagen: Du als Einziger auf der Welt, du darfst Howie zu mir sagen. Das Enkelkind darf Howie sagen? Der darf Howie sagen. Ist mir lieber als Opa. Da kommen wir schon zum dritten. Ja, warum nicht Opa? Weil es ist alt, es klingt so alt. Ich fühle mich nicht danach. Aber ist doch schön. Ja, aber Howie von den Enkelkind finde ich auch süß. Howie ihn oder Howie ihn nicht? Also Howie, das ist ja. Aber warum das Wort? Ich finde ja, das Wort Opa und auch das Wort Großvater ist doch ein schönes Wort. Du, für englische Ohren finde ich nicht so schön. Granddad geht einigermaßen, aber ich sag dir was, ich bleibe dabei. Du ziehst das durch? Ich zieh das durch, wenn sobald meine Kinder, Gottes Willen, wenn der Opa zu mir sagt, will ich das überleben. Ja. Aber ich meine, man hat so eine gewisse Vorstellung, wie eine zu sein hat, wenn er einen gewissen Alter erreicht. Ja. Und diese Vorstellung mag ich nicht. Ich will noch sehr viel an meinem Leben tun. Ich brenne gerade jetzt sehr in meinem Beruf und will einfach weitergehen. Da gab es andere Zeiten, da werden wir sicherlich drüber reden. Genau, aber ich verstehe das auch. Du hast gerade ein sehr tolles neues Album gemacht, das ganz anders ist als das, was wir sonst. Ganz anders so, nicht, aber da finde ich schon. Ein sehr nachdenklich, sehr poetisches, schönes Album. Aber um zurückzukommen auf die wesentlichen Dinge, hast du eigentlich graue Haare? Also ich hab die. Ich auch. Hast du mal überlegt, ich lasse es jetzt einfach? Nein, ich müsste noch nicht mit grauen Haaren rumlaufen. Warum nicht? Weil ich nicht will, dass jemand Opa zu mir sagt. Ja, das verstehe ich. Aber weißt du was? Ich habe. Ja. Das heißt, du färbst die, ja, die Haare? Ich nicht, jemand anders. Ja. Du lässt färben, natürlich. Ja. Wie lange schon? 5 Jahre. 5 Jahre? Wirklich, nein, das hat lange gedauert. Ja. Es kam dann irgendwann an den Seiten und dann. Weißt du, es ist kein Beruf, wo ich im Moment das Gefühl habe, dass es sehr zu mir passen würde. Ich meine, ich möchte gerne das Gefühl haben, es gibt ein Lied auf einem neuen Album, wo ich sage, ein schneller Blick in den Spiegel, bevor ich auf die Bühne gehe. Und das ist, wie es ist in der Garderobe. Da sitzen 10.000 Menschen da draußen und man geht aus dem Garderobe und der letzte Blick ist kurz im Spiegel und dann sage ich, naja, es geht noch und dann geht's raus auf die Bühne. Also ich finde das super, dass du so ehrlich sagst, ich färbe meine Haare. Ich tue es auch hier an der Seite, da und da, weil das sonst so komisch aussieht. Wie so ein Streifenhörnchen sehe ich immer aus. Ne? Naja, wenn der lieber Kloppi mal Haare wachsen lassen kann, dann kann so, ich meine Haare färben. Ich hadere aber immer damit, weil ich immer denke, verdammt nochmal, es ist doch eigentlich schön, wenn man überhaupt noch was hat, wenn einem noch Resthaar geblieben ist. Das stimmt, aber es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Beruf man ist. Wenn ich Steuerberater wäre, wäre ich grauhaarig jetzt. Nicht, dass es das aber ist einfach. Glaubst du, deswegen reite ich so auf diesem Thema rum, glaubst du, weil es mich auch beschäftigt, ne, in meinem Leben, ich will wissen, was ich von Howard Carpendale lernen kann. Also glaubst du, dass die Leute weniger in deine Konzerte kommen würden, wenn du graue Haare hättest? Es doch. Es ist ein Paket von allem. Und wenn man heute, wenn ich ein Konzert machen würde, mit Nostalgie, mit meinem Titel von damals, dann würde alles passen, wir sind alle älter geworden. Aber ich möchte gerne noch etwas machen, was die heutige Zeit entspricht. Und dafür ist es schon
wichtig zu zeigen, dass man sich noch wohlfühlt mit das, wie man aussieht. Ich würde mich mit grauer Haare noch nicht wohlfühlen. Und ich möchte gerne der Älteste im Saal auch sein. Das ja. stimmt schon. Aber es würde nicht passen. Also, ja. Es gibt Beispiele, wo es klappt, auch an Paul McCartney. Der hat immer noch schöne, ein junges Gesicht. Ich glaube schon, dass er graue Haare hat, aber es ist... Paul McCartney hat ein sehr junges Gesicht. Ja. Paul McCartneys Gesicht ist im Moment so jung, wie es früher nie war. Ja, der ist auch sehr glücklich im Moment. Du meinst, der hat was machen lassen? Weiß ich nicht. Ist auch nicht schlimm. Ich habe noch nichts machen lassen. Ich habe nie überlegt, ob ich es tun würde, aber... Würdest du? Es gibt Momente, wo ich so kleine Dinge hier sehe, wo ich sage, komm, das wäre mal schön besser. Aber nein, ich habe es noch nicht gemacht und ich glaube kaum, dass ich das machen würde. Was nervt dich an deinem Aussehen? Mein Aussehen besteht aus 1000 Fehlern, die, wenn die alle zusammenkommen, ganz vernünftig sind. Es sind einfach eine Mischung von Dingen, wo ich sage, ja. ist okay. Ich habe keine tolle Nase, die Augen sind okay und der Mund okay. Aber deine Augen zusammen, sind, du hast Paul Newman Augen. Sag mal, worüber willst du reden? Ich finde das super. Nein, über alles. Ich finde das total, weil man sich doch an Menschen wie dir orientiert man sich doch auch. Und man will wissen, wie erlebt der das? Wie wird der älter? Wie geht der damit um? Und wie anstrengend ist es sozusagen, ein halbes Leben einem Bild entsprechen zu müssen und Howard Carpendale zu sein, der natürlich ohne, da hast du ja völlig recht, ohne diese blonden Haare eigentlich gar nicht denkbar ist. Das wäre ja, als würde deutschlandweit eine Krise auslösen, wenn Howard Carpendale plötzlich es kommt nicht mehr blond wird. Also ein George Clooney zum Beispiel, der Art, wie er sich gibt und seine grauen Haare, findet, er spielt auch Rollen von Leuten, wozu das alles passt. Aber ich glaube, wenn ich einfach mal irgendwann rauskäme auf eine Bühne und hätte alles geendet, da würden schon ein paar Leute sich sehr wundern. Ist das anstrengend, immer diesem Bild zu entsprechen? Du musst ja jugendlich wirken, darum geht's ja. Das Problem, was anstrengend angeht, ich finde es nicht anstrengend, weil ich mich schon seit sehr jung daran gewöhnt habe. Aber was manche Leute nicht verstehen, die denken, ach, das muss schön sein, mal von jeder erkannt zu werden. Es ist aber 24 Stunden lang am Tag. Wann nervt es am meisten, Howard Carpendale zu sein? Ich habe schon längst meine eigenen Tricks, wenn ich keine gute Laune habe, keine Augenkontakt, man nimmt einfach keinen Kontakt auf. Aber es gibt Momente, da sitzt man an der Ampel und wartet auf Grün und der Typ nebenan fängt dann zu hupen und hey, au hier, und weißt du, und schreit Hello again. Und ja, oder beim Essen oder was, es gibt Momente, ja. Aber das ist Quatsch, darüber zu klagen. Und wenn der jetzt schreit Howie, was machst du dann? Dann haust du zurück? Oder? Nein, dann sage ich, hau ihn selber. Ja, du kannst das nicht leiden, ne? Nein, ich finde, Howie passt nicht zu mir. Ich kann das nicht ändern. Ich finde, es passt nicht. Ich finde, Schumi passt nicht zu Schumacher. Ich finde, Böbeler passt überhaupt nicht zu Boris Becker. Ich glaube, wir sollen diese verniedlichen, die finde ich nicht schön. Das sind Männer, das sind erwachsene Männer und Schumi, gestandene Männer. Ja. Mir gefällt es nicht. Es ist auch in Englisch nicht normal. Aber ich will keinen Klagetag machen. Ich bin, nein, wenn einer Howie sagt, kriegst du von mir nichts Böses zu hören. Ja. Manchmal sage ich, du Howard ist mir lieber, aber... Aber diese Distanzlosigkeit, ja? Wenn Leute kommen und sagen, den kenne ich ja, du Howie, schön, dass du da bist. Ist okay, die meinen das für nett. Für alle? Die meisten sind sehr höflich und nett und fragen... Neuerdings mit einem Handy natürlich um ein Foto. Und dann gerade an diesem Tag denkt man, ich sehe furchtbar aus und muss ein Foto machen und so. Aber das ist ein Teil des Lebens. Ich habe dieses Leben ausgesucht und ist völlig okay. Was ist das absurdeste Fan-Erlebnis, das du je hattest? Ich habe es ein paar Mal erzählt, deswegen jetzt bin ich in Hamburg. Ich komme von einem Konzert zurück, gehe im damals war es Renaissance Hotel mit meinem Detlef Schilling, der immer bei mir ist, wenn ich ein Begleiter von dir, ne? Und macht die Tür auf im Zimmer und da liegt eine sehr hübsche Dame im Bett. Nach einem Konzert. Bekleidet? Nein, gar nichts. Das habe ich einmal in meinem Leben erlebt. Ich habe viele Dinge erlebt, aber das war in dem ersten Moment nicht lustig. Aber da hat Detlef viel schneller gedacht als ich und die war innerhalb 10 Sekunden draußen und der Kleidung lag am Boden neben mir. Das heißt, ihr habt die arme Frau nackt in die Winternacht rausgeschickt? Nein, nicht in der Halle. Das sind Dinge, da muss man... Nur in die Halle? Nur in die Halle. Ohne Klamotten? Ja, erstmal schnell raus, weil da passiert... Also in Amerika hätte ich sehr viel Angst, wenn sowas passiert. Okay, weil du Angst hast, dass sie... Es gibt alle möglichen Dinge und ich bin sehr froh, dass ich nicht alleine war in dem Moment. Aber das ist nicht so wahnsinnig lustig, was ist alles lustig. Nein, es sind viele Geschichten, die ich gerne erzählen könnte, aber die sind nicht lustig. Die sind zum Teil verdammt tragisch und sehr ernst. Ich habe die Polizei einmal in Hamburg in ein Hotel
Besuch. Detlef rief mich an im Zimmer und sagte, die Polizei möchte mit dir reden. Und ich ging runter und die haben mich gefragt, ob ich so und so kenne. Ich sage, den Namen kenne ich irgendwo, aber ich kann kein Gesicht dazu tun. Ja, ja, die ist gerade von ihrem Mann ermordet. Ich weiß gar nicht so genau, von wem Sie reden. Ja, er sagt, aber diese Dame behauptet, sie hat seit ein halbes Jahr mit Ihnen fast jeden Tag telefoniert. Und der Mann stand daneben, wie sie immer sagt, aber ich liebe dich, Howie, und dies und jenes. Und hat gedacht, irgendwann flippt er aus und hat sie umgebracht. Das sind sehr tragische Momente, die, und davon habe ich auch ein paar, wie du selber weißt, über die Hanne Flasch damals. Das war erstmal eine... Wo wir schon dabei sind, lass uns über diese Geschichte sprechen. Also das heißt, es gab diese Frau, die ermordet worden ist von ihrem Mann aus Eifersucht auf Howard Carpendale. Weil sie ihn genervt hat mit diesen dauernd angeblichen Telefongesprächen. Und er glaubte wirklich daran, dass wir irgendwas miteinander hatten. Und ich wusste gar nicht, wer es war. Und in diesem anderen Fall, du kennst die Geschichte von damals, es kam, ich saß im Restaurant mit Claudia und Denise und mein Sohn. Und auf einmal kommt die Kölner Express rein, um 10 Uhr abends. Eine Kölner Zeitung, manche sagen auch ein Revolverblatt, wie auch immer. Ja, und da sehe ich auf der ersten Seite den Namen Carpendale. Normalerweise hat man eine Ahnung, da kommt eine Geschichte auf einem zu, aber ich hatte gar keine Ahnung, dass irgendwas in der Luft war. Ich kann mir nicht genau erinnern, wie die, da ist es doch. Das ist diese Schlagzeile. Ja, Mordopfer, ihr Kind von Howard Carpendale, ja. Das knallte auf meinen Tisch und alle Leute gucken mich an, die im Restaurant waren, und ich hatte einen totalen Blackout. Die zwei Frauen, meine Ex-Frau und meine Lebensgefährten, die mit mir am Tisch saßen, die guckten auch ein bisschen blöd, als ob die ein paar Fragen stellen wollten. Ich sage, ich weiß gar nicht, worum es geht. Auf jeden Fall entwickelte sich diese Geschichte. Das Foto, das wir eben sehen, Howard, das ist? Das ist Donnies links und Claudia. Donnies und Claudia, also sind die beiden Frauen, über die wir gerade reden. Aber diese Frau Hanne Flasch, die damals, ich habe sie kennengelernt bei einem Konzert in Stuttgart, die kam hinter die Bühne. Und wir haben ein paar Worte gewechselt. Ein paar Monate später traf ich sie in Köln und sie sagte, ich lebe in Köln. Dann hörte ich von vielen verschiedenen Freunden, dass wir zusammen sind. Sie hätte erzählt, ihr Eltern auch, dass wir leben zusammen. Das ging 3 oder 4 Monate. Dann sah ich sie in irgendeinem Kölner Diskothek mit einem Typ, 1,85 groß, blonde Haare, blaue Augen. Also waren gewisse Ähnlichkeiten da. Und dann hörte ich, dass sie ein Scheich in Ägypten geheiratet hat. 9 Monate kam ein kleines Kind zur Welt, blond, und sie wurde brutal ermordet. Und dann hieß es, dass dieses Kind von mir war, stand in der Zeitung, weil sie ahnte, dass sie in Gefahr war und schrieb einen Brief an ihre Eltern, nur mit der Notiz, falls mir irgendwas passiert, der Vater ist Howard Carpendale. Und dann ging 2 Jahre lang eine Kampf los, um zu beweisen, dass es nicht der Fall war. Habe ich dann nach einem Bluttest irgendwann geschafft, aber also solche du Dinge... Du warst nachweislich nicht der Vater dieses Kindes. Das hat nichts damit zu tun. Ja. Mhm. Aber und diese Frau ist ermordet worden von ihrem Mann? Oder? Das kann ich dir nicht sagen, wer es getan hat. Das ist alles in Ägypten passiert, aber schon eine Geschichte, wo man sehr oft darüber nachdenkt. Und dieses Kind ist heute 1,22 und ich erwarte eigentlich immer wieder, dass sie irgendwann vorbeischaut bei einem Konzert und sagt, hallo, ich bin es, aber bisher noch nichts gehört. Es kam doch auch zu einer Begegnung hinter der Bühne, die Eltern... Das war das. Dieser jungen Frau, die dann mit dem Kind auch ankam und sagten... Das wäre mein Kind, ja. Mhm. Wie wird man fertig mit einer solchen Geschichte? Ist das der Preis, den man zahlt und... abhaken, wieder raus auf die Bühne? Also stelle ich mir sehr schwer vor, an einem solchen Tag dann abends auf die Bühne zu gehen und für tausende Menschen gute Laune zu verbreiten. Na gut, das gibt es immer wieder. Es ist nicht alles in gute Laune. Es gibt private Sachen in der Familie, wenn man 5 Minuten, bevor man auf eine Bühne geht. Da muss man wirklich in der Lage sein, das wirklich wegzupacken für 2,5 Stunden und sich von den Atmosphäre und die Musik einfach treiben lassen, das ist mir oft passiert. Es gab viele Male, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass ich heute Abend es bringen kann. Aber dieser Moment, wo man auf einer Bühne steht, geht alles wieder gut. Nur wie wird man fertig damit? Da habe ich erst mal versucht, soweit ich könnte, über
der Sendung von Meyer, hieß der damals. Er hat eine Ulrich Meyer hat er immer noch. Ja. Habe ich eine Sendung bei ihm gemacht, um zu erklären, weil man muss das Publikum irgendwie zumindest Gesicht zeigen und sagen, ich habe damit nichts zu tun, in der Hoffnung, dass sie es glauben. Und wie gesagt, dann 2 Jahre später konnte ich das über einen Arzt endgültig mal. Mhm. Das ist ja eine Geschichte, du hast eben kurz angedeutet und das auch eine sehr harte Geschichte in deinem Leben. Aber wenn wir gerade so ernsthaft miteinander sprechen, sollten wir sie vielleicht kurz thematisieren. Du sagst, es gab Momente, da habe ich 5 Minuten vor dem Auftritt Anrufe bekommen, die mich völlig aus der Fassung gebracht haben. Mhm. Was waren das für Anrufe? Zu sehr würde ich in diesen Themen nicht gehen, wenn du nichts dagegen hast. Aber es geht natürlich, jeder weiß, durchgeschickt in die Presse, über den ich versuche nicht mehr zu reden, weil die Presse hat eigentlich alles gesagt. Meine Frau ist krank. Und sicherlich gab es viele Momente im Leben, wo Anrufe mich kurz vor dem Auftritt schon sehr aus der Fassung gebracht haben. Aber wir haben noch nie ein Konzert deswegen abgesagt und ich bin rausgegangen und habe wirklich die Sachen versucht, zur Seite zu tun. Die Situation ist erheblich besser geworden, aber du hast immer gesagt, ich müsste immer ein bisschen drüber grinsen, weil du hast irgendwann gesagt, du scheinst mir sehr melancholisch, sehr oft. Ich habe auch darüber gelacht, weil ich kenne mich und ich weiß, dass ich sehr, sehr gerne lache und sehr, sehr viel Spaß habe mit meinen Freunden, wenn wir Golf spielen. Ich bin derjenige, der Witze erzählt und was weiß ich alles. Ich erzähle dir einen kurzen. 2 Fledermäuse hängen vom Dach. Der eine sagt zu anderen, weißt du, wovor ich Angst habe? Nein, sagt der andere. Ja, er sagt, von Inkontinenz. Sehr gut. Ja? Ist für mich gut. Na, sehr gut, ja. Es hat ein bisschen gedauert. Ich kenne ich kenn auch so einen. Ja. Radeln 2 Vampire auf einem Fahrrad durch die Stadt, werden von der Polizei angehalten. Und die Polizei fragt, haben Sie was getrunken? Und der Vampir sagt, ja, ein Radler. der geht in so eine ähnliche Richtung. Ja. Du hast mal ich wollte nicht ausweichen. Das ist ein Problem, mit dem ich Ich fand das immer gut. Und zwar deswegen, weil es so viele Menschen gibt, die mit diesem Problem zu tun haben. Deswegen fand ich es immer gut und auch mutig, dass ihr beide, du und deine Lebensgefährtin, dass ihr auch gelegentlich mal darüber gesprochen habt, was es bedeutet, wenn in einer Familie ein Alkoholiker ist. Das fand ich weißt du, wie viele Menschen es gibt? Ich habe eine Ahnung davon. Jeder 8. Haushalt. Mhm. Das ist unglaublich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse diesen Zeug, weil ich sehe, was es aus einem Mensch machen kann. Aber es wird immer glorifiziert und Menschen geben an, mit wie viel die saufen kann und so weiter. Es ist eine Sache, die ich total ablehne. Aber gut, es ist da und es ist immer greifbar. Du trinkst selber gar nichts? Kein Stück. Früher schon, aber jetzt nicht. Und es gibt einen ganz starken Satz, und dann beenden wir das Thema auch, den ich, glaube ich, in deinem Buch irgendwo gelesen habe, wo du sagst, mir muss mal einer erklären, warum es einem Menschen mehr wert ist, den nächsten Schluck Alkohol zu trinken, als sein Leben zu behalten. Das ist richtig, ja. Die Frage habe ich mich gestellt, weil ich das erlebt habe. Dass man bereit ist, auch sein Leben im Zweifel auf. Alles. Aber es ist nicht nur mit Alkohol, es ist auch mit verschiedenen Drogen und so weiter. Nur was mich am Alkohol stört, ist, dass es so sehr im Vordergrund steht. Es ist fast ein glorifiziertes, es gibt Werbung über Alkohol mit wunderschönen Bildern, die macht das umso mehr, so dass man dieses Getränk braucht. Also ich weiß nicht, ich komme immer ein bisschen in Stottern, wenn es um diese Themen geht, weil ich hasse es so sehr und ich muss ehrlich sagen, mir hat ein Psychologe irgendwann die Worte gesagt, König Alkohol. Und dann gehst du in ein Geschäft und du siehst diese Flasche da stehen und der steht wirklich da wie ein König. Der ist nicht zu schlagen. Der lacht uns aus und sagt, ich mach dich fertig. Und für einen Mensch, der krank ist, der kann diese Kraft nicht widerstehen. Das ist eine schlimme Sache. Aber ein starkes Bild, das du da zeichnest. Howard, lass uns einmal reingehen in dieses reiche, bunte und hochinteressante, auch spannende, schöne Leben. Mhm. Wie bist du aufgewachsen? Wie hast du Apartheid erlebt?
Es ist eine Frage, die wahnsinnig schwer ist, ein Deutscher zu erklären, weil man kann dieses Land in der Form, wie es damals war, nicht verstehen. Ich habe erstens lebte ich bis mein 20. Lebensjahr oder 19, habe ich noch nie einen Fernseher gesehen. Es gab in Südafrika kein Fernsehen, es war verboten, es war nicht erlaubt. Also lebte ich in einem Land, wo ich dachte, wir sind Südafrika und wir sind die Größten. Wir waren in Sport sowieso, in jede Sportart mit die Besten, also Rugby und Cricket und alles. Und Südafrikaner sind sehr patriotisch und die wussten, dass es Apartheid gibt, die Weißen. Aber diese Maschinerie lief so unglaublich. Ich hatte sehr viele schwarze Freunde, mit denen ich nachmittags im Park gespielt habe, Sportarten und so weiter. Aber um 6 Uhr gingen die nach Hause und ich ging zu meinem Haus. Es gab niemals eine Mischung. Und diese, ich sage, es funktionierte so unglaublich. Im Bus geht man auf die zweite Etage, wir haben Double-Decker-Busse. Und da gehen die Schwarzen nach hinten und die Weißen gehen nach vorne. Aber es war, als ob genauso eine Toilette stand, Weißen und Schwarzen. Was, wenn also du die Toilette, ne, das kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass man, da trifft man sicherlich unbedingt, man geht da ja einzeln rein. Aber im Bus, du stehst an der Bushaltestelle, unterhältst dich mit deinem schwarzen Freund, den du aus der Nachbarschaft kennst, mit dem du gespielt hast. Und dann seid ihr mitten im Gespräch, steigt in diesen Bus ein und mitten im Satz gehst du nach da und der nach da. Und ich keiner sage, stellt mal die Frage und sagt, warum muss das eigentlich so sein? Weil wir nie was anderes kannten. Ich habe mit meinem Vater, der Politiker war, oft darüber geredet. Mein Vater war, sagen wir mal, leicht links von Mitte. Es gab eine sehr starke rechte Partei in Südafrika und er war, weiß Gott, nicht für die Apartheid. Wir haben oft darüber gesprochen. Und wie gesagt, es gab andere Probleme als das Problem, wie lösen wir dieses große Problem. Mhm. Es gab kleinere, viele kleinere Probleme. In Durban, wo ich gelebt habe, das war eine englische Gemeinde. Und da war eigentlich eher die linken also südafrikanische Politiker. Eher liberal. Ja. Aber in Orange Free State, Bloemfontein und zum Teil in der Gegend von Johannesburg, da ging es sehr, sehr hart zu. Was ich auch nicht wusste, weil ich bis mein 18. Lebensjahr Johannesburg nie gesehen habe. Ich sage nochmal, es ist sehr, sehr schwer zu erklären. Auch am Strand. Es gab einen weißen Strand und es gab einen schwarzen Strand. Was mich sehr bewegt, und das kommt sogar heute. Heute habe ich CNN eingeschaltet, während ich mich auf unser Abend ein bisschen versucht, mal zu relaxen und zu konzentrieren. Und da war ein Stunde-Programm über Südafrika. Und da sprachen die Weißen über eine Fraktion, die es in Johannesburg gibt im Moment. Und die sagten, im Schnitt werden 13 Weißen im Monat brutal ermordet im Moment. Ich denke an dieses Land, den ich so geliebt habe und die Möglichkeit, die dieses Land hatte damals, als die Wende kam, dieser Welt zu zeigen, es geht doch. Es geht anders, ja. Nelson Mandela hat es für eine Weile ausgehalten, aber die Kriminalität in diesem Land ist so furchtbar im Moment. Natürlich kann man Urlaub noch da machen und ohne was gesehen zu haben. Gerade in Kapstadt geht es noch, aber in Städte wie Johannesburg und so weiter, da hält man nicht mit dem Auto an der Ampel, da fährt man weiter oder schließt seine Autotür. Es ist ein sehr gefährliches Land und wenn ich zurückdenke an die Kindheit, die ich in diesem Land gehabt, die ein absoluter Traum war, und wenn ich sehe, was aus diesem Land geworden ist, das macht mich sehr traurig, wirklich. Hast du Nelson Mandela mal getroffen, persönlich kennengelernt? Ich habe Nelson Mandela in Bonn kennengelernt. Es gibt ein Foto, ich weiß nicht, ob du die hast, ein Foto, wo ich ihm die Hand gebe. Und das Schöne an diesem Foto ist, man sieht, wie er strahlt und lacht, und ich auch, weil ich ihm etwas gesagt habe, was ich sehr lustig fand. Was hast du gesagt? Du sagst mir, ich bin so traurig. Ja. Ich habe eine Hand gegeben, ich habe gesagt, Mr. Mandela, wenn du vorhast, der bekannteste Südafrikaner in Deutschland zu sein, hast du keine Chance. Wenn du gerade über diese schöne Kindheit in diesem wunderschönen Land, ich war einmal da und ich sehe das ähnlich wie du, eines der schönsten Länder der Erde, definitiv. Wenn du darüber so sprichst und auch schwärmst, ist es wahr, dass du mit 13 Jahren das erste Mal verliebt warst? Oh, du sprichst auf was anderes. Mein Leben ging so. Bis zu meinem 6., 7. Lebensjahr war ich wirklich, was du heute erzählst, von melancholisch. Ich war ein Kind, der, jetzt könnte das ganze Publikum sagen, ich war der gemobbt war in der Schule. Wirklich. Du bist gehänselt worden in der Schule?
Das war mein Anfang in der Schule. Ich weiß nicht warum, ich kann es dir bis heute nicht sagen, aber bis 8, 9, 10. Lebensjahr war ich ein absoluter Pflaume. Eine Pflaume? Ein Pflaume. Ja. Ich weiß nicht, kam nicht an. Plötzlich wurde ich... Du bist der Kleine vorne rechts, ne? Das sind meine zwei Schwestern, Jean und Anne, die leider nicht mehr leben. Aber ja, da war ich, weiß ich nicht, 6 oder 7. Also wenn ich das Bild sehe, dann weiß ich, warum ich gemobbt wurde. Aber wir... Finde ich nicht. Mein Vater war ein relativ erfolgreicher Sportler. Er war im Boxen ganz erfolgreich. Cricket hat er für Sachsen gespielt, quasi für den Provinz von Natal. Und er hätte auch gerne einen Sohn, der gut im Sport war. Aber das lief gar nichts. Ich konnte gar nichts. Ich habe die Schule gehasst. Und dann plötzlich passierte etwas, frag mich bis heute, weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin gewachsen zwischen 10 und 12 auf 1,85. So groß, wie du heute bist? Genau so groß, wie ich war. Mit 12 genauso groß, nicht ganz so schwer, aber genauso groß, wie ich heute bin. Das hieß, man gab mir den Rugbyball und sagt, lauf, durch 15 Jungs, Tor schießen. Ich war der Held der Schule. Ich war über Nacht wirklich, dann kam Kugelstoß dazu und ich weiß nicht was. Ich wurde gewählt zum populärsten Junge in der Schule. Ich wurde Präfekt, das heißt einer von den 10 Jungs, der auf die anderen Jungs aufpasst. Und mit so etwa mein 12. 13. Lebensjahr habe ich meinen Eltern, weil ich mich plötzlich wahnsinnig stolz fühlte und selbstbewusst, habe ich meinen Eltern gesagt, pass mal auf, macht euch keine Sorgen um mir. Ich werde nicht oft zu Hause sein. Ich komme gerne nach Hause, aber ich mache mein Ding. Und mach mein Ding hieß für mich, 7 Uhr morgens im Bus steigen, zur Schule fahren und um 8:45 abends nach Hause kommen. Weil, und das ist, was man sich nicht fühlen kann, wenn man dieses Land nicht kennt. Es gab mehrere Dinge. Ich habe entweder im Schule rumgehangen und Sport gespielt oder ich werde nie vergessen dieses Bild. Es gab ein, wie gesagt, zweistöckige Bus, da vorne wie die genannte West Street runter. Und am Ende dieser langen Straße war der Strand. Und immer wenn wir mit diesem Bus ankamen, war unser erster Blick, wie sind die Wellen heute? Ach so, ich dachte, wie sind die Mädels heute? Das kommt noch später. die Wellen waren damals noch wichtig. Wie sind die Wellen? Wo kommt der Wind hier? Wenn es vom Westen kommt, also hinter uns, dann hieß es, es gab Wellen, 2, 3 Meter hoch. Und da sind wir 5 Stunden draußen auf unsere Surfboards gefahren. Ah, super. Bis dunkel. Also die Wellen sind nicht, wie man die hier kennt in Deutschland oder wie in Florida, sondern die fangen 400-500 Meter draußen an. Alle 60 Sekunden kommt eine so eine Welle. Und das haben wir 4, 5 Stunden in der Sonne getrieben miteinander. Ich meine, verstehst du, wenn ich sage, ich hatte eine so glückliche Kindheit. Absolut. Ja. Und meine Eltern haben niemals zu mir gesagt, sag mal, passt du auf dich auf. Ich hatte Freiheit, ich hatte absolute Freiheit. Und ich glaube, die hatten auch Vertrauen in mir, dass ich diese Freiheit nicht benutze, bis ich mit 13 das Gefühl hatte, eine Frau ist von mir schwanger geworden. Mit 13. Ist nur 300 Tage früher als die meisten Jungs. Das heißt, du hast die Freiheit nicht genutzt, aber auch keine Kondome. Ey, das war... Kann man so sagen. Ich habe einen Jockey kennengelernt mit 12. Ein kleiner, quirliger... Was hat das damit zu tun? Ich erzähle. Der war 15 Jahre alt und er hat mir alles über die Sexualität beigebracht. Alles. Meine Eltern haben mir nie ein Wort über diese Themen gesagt. Dieser junge Jockey, und er hat gesagt, du musst davon wissen, das gibt's doch nicht, ich bring dir das bei. Und ja, da hat er mir beigebracht. Und dann meine erste Erfahrung fuhr dazu, dass ich, es hat mich wahnsinnig sehr viel Sorgen gemacht, weil ich hatte das Gefühl, jetzt lasse ich meinen Eltern wirklich einen Stich. Da habe ich 2, 3 Wochen lang mit einem langen Gesicht bin ich durch die Gegend gelaufen, bis meine Mutter in mein Schlafzimmer kam und sagt, hattest du was mit Diana? Ich will es jetzt wirklich wissen. Und ich kann diese Last, die ich auf der Schulter hatte, weil ich alles für mich behalten hatte, habe ich zu der Mutter gesagt, ja, ich hatte. Sie fing an zu heulen und badababab. Habe ich die ganze Geschichte erzählt. 15 Minuten später kommt mein Vater im Raum. Na, mein Junge, ich höre, wir haben ein Problem. Okay, so war es. Und da fing mein Leben, weil du fragtest wegen Frauen. Also, war sie schwanger? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber die war 3 Wochen spät. Und das hat mir schon sehr viel Sorgen gemacht.
Weil der Jockey hat mir erzählt, das ist nicht gut. Ja. Was hättest du denn gemacht? Ich glaube, was hätte ich gemacht? Wie gesagt, diese Last, die ich gespürt habe wegen meinen Eltern, die hätten das schon. Ich hatte keine Kraft, das zu regeln. Das haben die übernommen und ist, wie gesagt, es ist nichts draus gekommen. Glück gehabt, gut gelaufen. Ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen, Howard, damit wir nämlich vor allen Dingen auf diese sehr spannenden Jahre dann in Deutschland kommen. Also, du kommst nach England, fängst dann irgendwann an, Musik zu machen und wirst dann mit einer ersten Band sozusagen von England nach Deutschland geschickt, um hier eine kleine Tournee zu spielen. Ja. Wie ging es dann weiter, Howard? Wann kam dieser erste große Erfolg und wie kam es vor allen Dingen dazu, in Deutschland, das schöne Mädchen von Seite 1? Während ich in diesem Club in Düsseldorf gespielt habe, bin ich zu Amy Elektrole in Köln gegangen. Mhm. Und da habe ich mich vorgestellt und habe gesagt, ich möchte gerne singen. Ich hatte, so wie ich hier aussehe, das war die einzige Kleidung, die ich besaß. Diese das hier. War meine Kleidung, die habe ich jeden Tag gewaschen und jeden Tag getragen. Und da komme. Irre. Ja, da bin ich zu Amy Elektrole gegangen, hat gesagt, ich würde ganz gerne singen. Die stellten mir einen Mann namens Paul Kuhn vor, den ich sehr, sehr geliebt habe. Sehr mit Paulchen Kuhn. Paulchen Kuhn. Super. Und Paulchen hat dieses Lied für mich quasi produziert, lebenslänglich. So, und wir haben es hier, wir hören einmal kurz rein, lebenslänglich. Erste LP oder erste Single vielmehr. Erste Single, ja. Von Howard Carpendale hier in Deutschland. Ja. Und bitte. Lebenslänglich möchte ich bei dir sein. Lebenslänglich nur bei dir allein. Nicht nur 5 Tage oder Wochen. Nicht nur 3 Jahre, 7 oder 9. Das wäre eine viel zu kurze Zeit. Nein, bei dir muss es lebenslänglich sein. Super Nummer. Du merkst ein bisschen der Swing von Paul Kuhn. Total, ne? Ja. Und wie war das mit der deutschen Sprache? Wahnsinnig schwer. Ich habe alles phonetisch. Und es kam in diesem Lied ein Satz vor, irgendwas, das muss furchtbar sein. Und ich sang immer wieder, das muss fruchtbar sein. Ja. Ich kriegte nicht im Kopf furchtbar. Und der Paul Kuhn sagt, verdammt nochmal, nicht immer, dass er kommt nachher. Naja, irgendwann haben wir es geschafft. Wahnsinn. Aber ist erstaunlich, dass man das so schnell drauf schaffen kann, ne? Ja, aber ich habe Afrikaans gelernt in Südafrika. Ja. Das ist schon eine große Hilfe, wenn es darum geht, Deutsch schnell zu lernen. Besser geworden bin ich nicht über die Jahre, aber ich konnte schon nach 6 Monaten in Deutschland mich ziemlich gut verstehen. So, und dann ging es richtig los. Es gab, das hast du uns dankenswerterweise mitgebracht, diese Pressemitteilung von deiner Plattenfirma. Und ich zitiere einfach mal, ja, das ging an alle Redaktionen raus, die Musikredaktionen waren. Ich zitiere mal aus dieser Pressemitteilung, so hat Ihre Platten- oder deine Plattenfirma damals Howard Carpendale erklärt. Zitat, Sie zünden eine Feuerwerksrakete. Wumm, sie geht hoch und entfaltet sich in ihrer ganzen Pracht. Wow, würde man in Südafrika dabei ausrufen. Und wow ist auch der Beiname von Howard Carpendale. Das war nicht gut. Oder hier auch, weil man so ein bisschen erklären wollte, was Howard Carpendale, der neue Shootingstar im deutschen Schlagerhimmel, was der so für Hobbys hat. Howard Carpendale ist empfänglich für den Anblick netter Mädchen. Wobei diese nicht minder begeistert sind, ihn zu sehen, gilt er doch nicht nur seiner faszinierenden Stimme wegen seit dem 17. Lebensjahr als unumstrittenes Teenager-Idol Südafrikas. Oder seine Ansicht über Mode. Die moderne Art der Mädchenkleidung findet seine vollste Zustimmung. Die der jungen Herren allerdings weniger. Der Beatniks gleich gar nicht. Zitat, ein Mann muss ein Mann bleiben, auch wenn er mit der Mode geht. Bevorzugte Farben seiner Kleidung, Grün- und Blautöne. Das war damals die erste Pressemitteilung. Und es gab ein Interview, das... Um Gottes Willen. Genau. Das, wir schauen uns das erst... Es gab ein Interview, und es war... Weißt du, ich war
Das ist das Ding, was sehr schwer zu erklären ist. Ja. Warum ich finde es immer ganz schlecht, wenn man sich vorher schon entschuldigt hat. Lass einfach laufen und dann gucken wir mal rein. Und es wird dann noch genügend Grund für Entschuldigung geben. Bitte schön. Wenn Sie mal verheiratet sind, wie viele Kinder möchten Sie haben? Ich glaube, 2, 3. Nicht so viel. Wie haben Sie sich Ihre Frau vorgestellt? Meine? Ihre spätere Frau vorgestellt. Was heißt das denn? Oh, wie sieht die aus und so weiter? Ja, die muss gut aussehen, die muss gut kochen. Ich wollte keine Frau, die immer arbeiten wollen. Ich wollte eine richtige Hausfrau. Wir reden über das Jahr 1967 und ein junger, aufkommender Schlagerstar sagt den entspannten Satz, ich will eine richtige Hausfrau. Ich versuche immer, ich meine, ich weiß nicht, wir wollen das nicht wiederholen, bitte, aber es gibt so ein Bild da, wo man meine Augen sehr deutlich sieht. Und diesen Augen waren so doof. Die hatten kein, ich bin, und ich meine, man lebt in Südafrika ein anderes Leben, man sprach nicht über Dinge. Und als ich nach Deutschland kam und das erste Mal, ich bin ein Deutscher, als ich merkte, dass ich werde länger hier bleiben, wollte ich mehr und mehr Deutscher werden. Und ich glaube, dass man schon einen Unterschied sieht, wenn man meine Autogrammfotos über die Jahre sieht. Das Gesicht wird Gott sei Dank ein bisschen intelligenter über die Jahre. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Das schöne Mädchen von Seite 1, wann war das? Das war 70. 1970. Ja. Plötzlich, über Nacht, ein Riesenhit. Was hast du gedacht, als man dir dieses Lied vorgetragen hat und gesagt, das ist jetzt was für dich? Ich hatte immer ein ganz gutes Gefühl dafür. Ich dachte, mit diesem Titel gewinne ich das Schlagerfestival. Ich war ganz sicher. Ich habe meinen Eltern geschrieben, komm bitte nach Deutschland. Es gibt einen großen Wettbewerb. So etwas habt ihr in Südafrika noch nie gesehen. Mhm. Es gibt ein Schlagerfestival und ich kenne die anderen 11 Titel, die dabei sind. Schöne Mädchen wird gewinnen. So, wir schauen einmal kurz rein und dann reden wir darüber, was dieses Lied für dein Leben bedeutet hat. Bitte schön. Wir kommen zur Startnummer 12. Howard Carpendale singt Das schöne Mädchen von Seite 1. Das schöne Mädchen von Seite 1, das möchte ich haben und weite kein. Vom Katalog auf dem Versand aus möchte ich das Mädchen von Seite 1. Das schöne Mädchen von Seite 1, das will ich haben und weite kein. Lässig. Du siehst es, Anne, ich hab da was gemacht, was ich so clever fand, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe in den Noten geschrieben, wenn die Musiker, die haben man jetzt nicht gesehen, aber im Fernsehen waren die ein paar Mal zu sehen, wenn die Musiker nicht spielen, dann haben die, stand in den Noten, aufzustehen und mitzuklatschen. Und es hat das ganze Publikum animiert und ich glaube von, ich weiß, ich kann jetzt nicht genau sagen, aber von den 5000 Stimmen, die ich gab, hatte dieses Lied 2500. Es war unglaublich. Es war so ein Sieg, die es, glaube ich, nie gab. In der ist auch eine schöne Nummer. Hast du auch gesehen, die Leute auch hier lieben diese Nummer nach wie vor. Das ist Teil deutschen Kulturgutes. Ich mochte das auch immer sehr. Und trotzdem ist die Frage, was macht das mit einem, wenn man plötzlich so einen gigantischen Erfolg hat? Hast du es geschafft, auf dem Teppich zu bleiben? Nein. Da haben wir, ich habe meine Plattenfirma angerufen am Tag nach dieser Sendung. War das diese Zeit hier? Ja, um den Dreh rum, ja. Howard von Carpendale? Ja. 80.000 Platten am ersten Tag. An einem Tag? An einem Tag. Und es lief ohne Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war der Moment, wo ich dachte, so, jetzt bist du der Größte. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. Ich habe ZDF Hit Parade gesagt, ich werde nicht mehr bei euch auftreten, das ist nicht mein Ding. Ich habe mir einen Mach 1 gekauft, einen blauen Rennwagen, Sportwagen. Und ich habe in Köln ein bisschen wie ein König gelebt für eine Weile. Bis ich gemerkt habe, das ist nicht gut, was du jetzt machst, das geht schief. Weil sehr schnell nach diesem Erfolg kam der Misserfolg. Alles, was danach kam, lief nicht.
Und ich glaube bis heute noch, das ist, ein Publikum spürt schon, wenn sowas falsch läuft in einem. Mhm. Ich hatte 4 sehr schwere Jahre, wo ich versucht habe, mich wieder zu platzieren. Alle haben für mich Lieder geschrieben und nichts passierte. Und ich dachte wirklich, meine Karriere war zu Ende. Da habe ich auch meine damalige Ehefrau Claudia gesagt, ich gehe nach Südafrika zurück. Du wolltest weg? Ich wollte weg. Ich sah keine Möglichkeit. Ich war wirklich so unten, wie man sein kann. Es lief gar nichts mehr in den Plattenläden und so weiter. Und da weiß ich noch genau, ich lag am Strand in Florida mit Claudia und sie sagte zu mir, du gehst nicht zurück. Du fängst jetzt an, deine eigene Musik zu machen. Und ich lass nicht zu, dass du einfach so aufhörst. Und dann bin ich zu meinem Plattenfirmenchef gegangen und habe ihm gesagt, ich möchte ganz gerne meine nächste Platte selber machen. Ja, er sagt, wie meinst du das? Ja, ich sage, ich will die komponieren, ich will die produzieren. Er sagt, hast du das schon mal gemacht? Ich sage, nein. Er sagt, du weißt, Frank Sinatra macht das auch nicht. Ich sage, weiß mir egal, lass mich meine nächste Platte machen, lass mich 2 Platten machen und ich mache einen Deal. Wenn es nicht klappt, dann dieser Vertrag, den wir damals unterschrieben haben, nach der Erfolg von Schöne Mädchen, kannst du zerreißen. Die war 10 Jahre lang. Dieser Vertrag dauerte bis 1980. Wahnsinn. Und ich habe gezockt. Ich habe gesagt, lass mich probieren und wenn es nicht klappt, dann höre ich auf. Und hast dann was geschrieben? Da nahm er seine Gitarre. Das hast du geschrieben? Ja. Und das war ein Hit? Das war ein ziemlich großer Hit, aber die zweite Nummer war Du fängst den Wind niemals ein. Das war ein großer Hit. Und dann kam Deine Spuren im Sand und das war ein richtig großer Hit. Hast du auch geschrieben? Nein, die habe ich ausgesucht in England. Ich saß in einem Musikverlag in London. Mhm. Die haben mir alle möglichen Sachen vorgespielt. Na, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dann sagte ich, ich habe noch eine Nummer hier im Schublade. Ich glaube nicht, dass es dir gefällt. Und da hörte ich Spuren im Sand auf Englisch. Und da habe ich gesagt, das ist genau, was ich suche. Diese Nummer. Ich habe 30 Sekunden gehört und gesagt, das ist ein Hit in Deutschland. Hatte eine gute Nase damals für... Die Schlagermusik war für mich als jemand, der eigentlich mehr Richtung Beatles und, mhm. und wie gesagt Jimi Hendrix und was weiß ich, war es für mich relativ leicht zu lesen als Schlager, was ein Hit sein könnte, weil der eigentliche Hauptsache war eine Melodie, die ganz, ganz schnell im Kopf ging mhm. und die da blieb. Das war der, wer hat der, den der Text gemacht? Spuren im Sand war Fred Jay. Fred Jay war ein Deutsch-Amerikaner, der in München lebte. Ein Mann, der es leider nicht mehr gibt, aber er hat zusammen mit mir dann eine, wir haben zusammen viele Lieder geschrieben und er war schon ein toller Texter. Ja, aber die Fantasie muss man erstmal haben. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. Mhm. Diese schöne Bilder, er hat einfach schöne Bilder geschrieben. Ich habe ein Lieblingslied von dir, das heißt Na und, von deiner letzten CD. Und da gibt es die wunderschöne Zeile, früher war es nicht so wichtig, ob was falsch war oder richtig. Ich liebe das. Ich höre das oft beim Laufen. Klinge ich wirklich so? Ich würde sagen, es ist schlimmer. aber so ähnlich, ja. Und ja, ich weißt du, wie oft ich gefragt werde, pflegst du diesen Akzent? Verdammt nochmal, wenn einer mit 20 ins Ausland geht, es gibt keinen Mensch, der eine neue Sprache lernt, wenn ich ein Deutscher in Florida, ich habe lange in Florida gelebt, da kommt ein auf mich zu und er kennt mich und sagt, hallo. Ich sage, hallo oder hello? Hallo ist Deutsch, du bist Deutscher. Das verlernt man nie, das ist in einem drin, ich pflege meinen Akzent nicht. Es ist so, natürlich könnte ich auf eine Schule gehen und wirklich mal lernen, wie man sagt oder wie auch immer es klingen soll. Das tue ich nicht, weil mein Akzent scheint ganz gut anzukommen. Aber pflegen tue ich nicht. Hat dich das genervt manchmal, wenn die Leute dann auf diesen Akzent Nee, nur die Frage, die Vorstellung, dass ich so blöd bin, dass ich mein Leben lang über rumrollen und so was. Ja. Das mache ich nicht. Du hast mal in einem Interview gesagt, auf die Frage, warum du jetzt aufhören willst mit Musik machen, hast du gesagt, wissen Sie, diese Rumriserei macht mich fertig. Ja. Ja, das... Rumreiserei ist auch schwer. Ja. Also das ist die Grenze, wo meine Zunge nicht mehr mitmacht. Wirklich. Ja, dann lass doch solche Wörter weg einfach. Aber ich finde, das gehört ja zu dir dazu.
Und manchmal hatte man das Gefühl, du pflegst das tatsächlich, weil es eben dann ein Markenzeichen geworden ist. Genauso wie die blonden Haare auch. Ich kann nur versprechen, gepflegt habe ich es nie. Ich habe gewusst, dass es ganz gut ankommt. Und ich habe nichts dagegen getan. Das stimmt. Mhm. Aber ich halte, und das ist ganz wichtig für mich zu sagen, diese Vorstellung, dass ich vielleicht bewusst mache, würde heißen, dass für mich ist das Allerwichtigste an Menschen, nicht nur an Sänger, sondern an Menschen überhaupt, eine gewisse Authentizität. Ich liebe es, wenn Menschen ehrlich sind und wenn die sind, so wie die sind. Mhm. Und wenn ich diese Achsen pflegen würde, dann wäre ich nicht so. Klar. Ich mache mein Ding mit aller Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit, wie ich kann. Und ein paar Mal in meiner Karriere habe ich Lieder durchrutschen lassen, die vielleicht nicht genau so war, wie ich wollte. Was bereust du? Du hast mal gesagt, wir waren nette Witzfiguren, die Leute haben über uns gelacht. Aus deiner Zeit als Schlagersänger, wirklich. Mhm. Ja, es waren ein paar Lieder dabei. Also Schöne Mädchen zum Beispiel, ich freue mich, dass die Leute die so gehört haben. Es ist eine der wenigen Lieder, die ich nicht bereit bin, im Konzert heute noch zu singen, weil ich mir sage, die Grenze liegt irgendwo in der Zeit von Spuren im Sand. Und die Leute wollen diesen Oldies hören und die sollen die auch hören, um Gottes Willen. Schöne Mädchen finde ich keinen Weg, heute noch in eine respektable Form zu präsentieren, in das Programm, was ich mache. Mhm. Und wo wir gerade sprechen. Wir versuchen eigentlich heute, du hast mein Konzert gesehen. Ja, ihr macht eigentlich Las Vegas. Wir machen, Las Vegas, wir machen. Ja, finde ich schon. Also, gute, laute Musik, die ist zum Teil rockig. Ein bisschen rockig und ich liebe diese Musik. Jetzt plötzlich mal, ich habe Schöne Mädchen gesungen vor zwei Tourneen, aber ich habe die selber auf, glaube ich, eine nette Art ein bisschen veräppelt. Und dann habe ich die gesungen und die Leute haben viel Spaß damit gehabt. Das kann man mit so einem Titel machen. Wenn wir gerade über diesen Akzent gesprochen haben, Howard, es gibt einen anderen Satz, von dem du gesagt hast, der hat mich so genervt, weil immer wieder kam das. Wenn mich Leute erlebt haben, persönlich erlebt haben, auch Journalisten vor allen Dingen, dann haben sie hinterher oft gesagt, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und ich hasse diesen Satz. Nein, ich hasse es nicht. Diesen Satz schreibe ich auf meinen Grabstein. Das hätte ich nicht gedacht, weil man hat alle Leute, und das ist auch okay so, aber alle Leute haben, in Deutschland ist es, glaube ich, stärker als in anderen Ländern. Wenn du in London Erfolg hast, dann weiß man in Manchester und in Birmingham, dass der Typ hat was und da muss man hingehen. In Deutschland muss man Köln gewinnen, dann fängt man neu an in Düsseldorf. Weißt du, dass ich in Hamburg hier der Rekord habe für die meisten ausverkauften Konzerte hintereinander im CCH? 8 Stück. Wenn ich nach Kiel gehe, kommt kein Mensch. Nein, es ist wahr. Ich weiß nicht, warum das ist, aber du musst jede Stadt gewinnen. Aber das liegt daran, dass die Kieler haben selber Spuren im Sand. Weißt du? Da oben ist so viel Wasser. Kommt kein Mensch, ist auch übertrieben. Ja. Wir haben mehrere Konzerte da gegeben. Aber ich wundere mich nur, dass man so einen Erfolg haben kann in ein Hamburg. Mhm. Und nebenan kämpft man wieder von neu. Und diesen Satz hätte ich nicht gedacht. Man hat eine Vorstellung, wie ein Carpenter-Konzert aussieht. Man hat eine ganz klare Vorstellung. Und ich freue mich sehr, wenn Männer, gerade Männer kommen im Konzert und es werden immer mehr. Und die kommen dann zu mir hinter die Bühne und sagen, das darf nicht wahr sein. Mhm. Meine Frau sagt seit Jahren, ich lass mir es einmal angucken. Die sind sehr überrascht, was die dann zu sehen bekommen, weil es hat mit seichter Schlager und so nichts zu tun. Nein, weil du da eine tolle Band hast, ich kann das auch so ein bisschen einschätzen, das sind gute, sehr talentierte Musiker. Ja, genau. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. 2003 gehst du hin und sagst, ich höre damit jetzt auf. Ich lasse es. Ja. Das ist, wo wir kommen langsam zu dem Punkt, wo ich am Anfang dir gesagt habe, weil du sagst, ich habe immer das Gefühl, weiß nicht, ob du gesagt hast, schlecht gelaunt oder sehr traurig. Ich habe dich kennengelernt, ich weiß nicht, wie lange wir uns kennen, 7 Jahre? Ja. 6, 7 Jahre? Ja, mindestens, Du hast mich kennengelernt genau in der Phase, wo ich 5, 6 die beschissensten Jahre meines Lebens erlebt habe. Nach 2003? Nachdem du gesagt hattest, ich mache nicht mehr. Ja, aber es war nicht nur das, es war das zum Teil. Ich habe aufgehört mit allem Ehrlichkeit, die ich sagen konnte. Ich wollte aufhören, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles erreicht. Und dann hörte ich auf und habe 3 Jahre lang eigentlich wunderbar gelebt. Und dann passierte etwas, dass ich anfing, meine Video von meinem letzten Konzert in Köln anzugucken. Es kam dazu, dass eine meiner besten Freunde mich um sehr viel Geld betrogen hat. Es kam dazu, dass meine Lebensgefährten eine schwere Phase hatte. Dass mein Sohn, der inzwischen ein bisschen älter war, das plötzlich alles mitkriegte. Es kam wirklich eine ganz fiese Zeit auf mich zu. Und in dieser Zeit habe ich dich kennengelernt. Und in dieser Zeit habe ich eine
Arzt als Berater aufgesucht. Und der hat mir tatsächlich die Worte gesagt, Herr Kabner, wenn Sie nicht wieder auf die Bühne gehen, dann glaube ich nicht, dass Sie noch sehr lange leben. Weil ich war schon wirklich, ich mag dieses Wort nicht, weil es klingt, als ob ich jetzt wieder hip sein will. Ich war depressiv bis zum Gehtnimmer. Mhm. Und das ist ja nicht hip, wenn man depressiv ist. Das ist, ist ein Problem, das viele Menschen haben. Natürlich, aber ich finde, es ist hip, ist wenn man damit kokettiert und sagt, ich hatte einen Burnout, weil das mittlerweile so inflationär gebraucht wird. Man hat manchmal das Gefühl, Leute haben zwischen 15 und 17 Uhr kurz einen Burnout und dann geht es wieder weiter. Aber das ich, wusste ja nicht, ich wusste nicht, das ist ja auch keine medizinische Diagnose, aber eine Depression ist eine sehr ernsthafte Erkrankung. Und wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, könntest du dir vorstellen, dass du depressiv werden, weil ich war ein Junge, der viel Spaß hat, Sport mit meinen Freunden und alles Mögliche. Dann kommt diese Situation, wo man 6 Monate lang nichts tut, sondern nur quasi in der Ferne starrt und sich nicht dazu kriegt, zu bewegen. Ich war eigentlich, ich sah keine Vision, wenn ich morgens aufwachte. Ich habe den Beruf aufgegeben. Ich hatte nicht unbedingt Lust, nach Deutschland zu kommen, sondern es war ein Fehler. Es war einfach zu viel. Und es war eine Zeit, und jetzt muss ich sehr aufpassen, was in mir vorgeht, weil das war eine Zeit, dass mein Sohn nach Amerika kam und sagte, ich verlasse dieses Land, bis du mit mir kommst. Und da hat er mich über Weihnachten rausgeholt und hat mich nach Deutschland gebracht und hat mich irgendwo hingebracht, wo man mit mir lange gearbeitet hat. Und es blieb dann dieser Satz hängen, du musst wieder auf die Bühne. Auch das war nicht die Lösung. Die Tournee, die ich gemacht habe... Reden wir von Wayne oder reden wir von Cass? Von Wayne, ja. Mhm. Cass war noch 14, 15 Jahre alt. Was heißt das, Howard? Ich muss jetzt einmal einhaken. Also, schwierige Phase. Du bist um sehr viel Geld betrogen worden. Das heißt, du musstest wieder arbeiten? Nein, so schlimm war es nicht. Aber es ging mir auch nicht um das Geld. Es ging mir um einen Typ. Ich habe 60 Jahre lang geschafft in meinem Leben, die Angebote, die sobald ein junger Mann Geld lernt, kommen die Haie raus. Investieren bei uns Aktien und Fonds und dies. Und ich habe immer gelacht und gesagt, brauche ich überhaupt nichts. Ich will nicht. Ich nehme mein 2, 3, 4%, was es damals gab, und passe auf mein Geld auf. Mhm. Und dann habe ich einen Typ in Amerika kennengelernt, der meine Vertrauen gewonnen hat, indem er mir quasi beraten hat und sehr gut beraten hat, etwas zu tun. Hat selber auf Geld verzichtet, indem er mir empfiehlt, was anderes zu machen. Und dann fing er mich an zu betrügen. Und ich habe es nicht gemerkt, weil ich wollte es nicht merken. Mhm. Wenn ich zurückdenke, warum habe ich das gemacht, das erste Mal? Ich glaube, es hing damit zusammen, dass ich keine Vision in meinem Beruf hatte und wollte unbedingt etwas anderes machen, irgendwas machen, einfach tun. Und diese Freundschaft, die kaputt ging, ich glaube, mit allem anderen Mist, was damals lief, das machte mich am meisten kaputt. Diese Tatsache, dass ich jemanden so fehl eingeschätzt habe. Wie viel Geld hast du damals verloren? Viel. 7-stellig. Mhm. Wir reden über Dollarbeträge in dem Fall? Ja. Das ist nicht wahnsinnig viel Unterschied. Das war, damals war ein guter Anteil von, was ich lange erarbeitet habe in meinem Leben. Ich schäme mich nicht zu sagen, so reich, wie manche Leute denken, bin ich nicht. Ich habe gutes Geld verdient über die Jahre und habe so eine lange Karriere. Aber wenn du einen großen Prozentzahl deines Geld durch idiotischen Investment verlierst, es tut weh und es tut noch mehr weh, wenn ein Freund das mit dir macht. Ich weiß auch, dass du jemand bist, das habe ich auch den Unterlagen genommen, dem Geld eigentlich gar nicht so furchtbar wichtig. Es gibt die schöne Geschichte von dir, dass du irgendwann mitten in einer Tournee deinen Manager fragst, sag mal, wie viel verdiene ich eigentlich, wenn ich jetzt hier jeden Abend auftrete. Es ist eine sehr sympathische Haltung. Es ist die Wahrheit, weil ich liebe meinen Beruf heute mehr denn je, die Leidenschaft, die ich für diesen Beruf. Du kannst nicht diesen Erfolg haben, wenn es um Kohle geht. Ja. Das gibt's nicht. Aber das ist, glaube ich, in jedem Beruf so. Du musst erst mal das tun, was du unbedingt tun willst. Ja, wenn es und das andere kommt dann im Zweifel von selbst. Ein paar Bankiers, bin ich nicht sicher, ob die nicht zuerst an Geld denken, um reich zu werden. Glaube ich schon, aber... Ich weiß es gar nicht. Bin mir da nicht so sicher. Aber nochmal zurück, Howard, zu der Geschichte mit Wayne. Also, das ist ja ein starker Satz, wenn ein Sohn zu seinem Vater sagt, ich nehme dich jetzt mit nach Amerika. Und wenn sich da plötzlich, und das war, glaube ich, auch das, was dir gerade so nahe ging,
wenn sich da plötzlich eine Rolle so umdreht. Wenn also nicht mehr der Vater auf seinen Sohn aufpasst, wie er es sein ganzes Leben gemacht hat, sondern plötzlich passt der Sohn auf den Vater auf. Wie hat er dich da vorgefunden? In welchem Zustand? Nichts. Ein Typ, der keine Lust hatte, Golf zu spielen, das will bei mir was heißen. Mhm. Ein Typ, der plötzlich viel Gewicht verloren hat, war eine gute Sache, aber es war nicht mit Absicht. Ein Typ, der einfach, ich habe ein bisschen mit Computer rumgespielt, aber ich sah keinen Sinn. Und natürlich mit die anderen Dinge, die dazu kamen, war es einfach zu viel. Natürlich denkt man auch in dem Moment, ich will nichts verheimlichen, man denkt an allem. Man denkt wirklich an allem. Und das ist, was der Psychologe damals gestört hat, weil er merkte, ich denke an alle Auswege, die es möglich gibt. Aber ich wollte es mir nicht zustehen lassen, dass es so schlimm ist, zugestehen. Das heißt, es gab die Momente, in denen du offenbar zu schwach warst, um überhaupt aufzustehen. In denen dir die Lust fehlte, um noch zu essen. In denen du apathisch vor dem Computer hingst. Und wann merkt man, da schleicht sich jetzt zum ersten Mal der Gedanke ein, ich will das eigentlich alles nicht mehr. Ich setze dem jetzt ein Ende. Ich sage, mein Sohn hat mich da abgeholt in Amerika und hat gesagt, ich bleibe hier, bis du mit mir kommst. Das dauerte etwa 6 Tage und dann bin ich mit ihm geflogen. Wohin? Nach Deutschland. Ich will jetzt nicht genau im Detail weiter davon sprechen. Darum geht's auch nicht. Nein, aber es ist etwas, was viele Menschen betrifft. Ja. Ähnliche Dinge. Ja. Und dann habe ich sehr viel Zeit verbracht mit Gesprächen, mit sehr viel Zeit mit mir selber. Und in dieser Zeit hatte ich auch manchmal das Gefühl, es hat keinen Sinn mehr. Aber ich mag nicht sehr gerne über diese Teil reden, weil es geht mir nicht um Mitleid, es geht mir um gar nichts, außer zu sagen, auch ich bin depressiv geworden. Ich kann einen Mensch verstehen, der in so ein Loch reinfällt. Mhm. Und rausgeholt habe ich mich eigentlich auch nicht bei der Comeback-Tournee, die übrigens der größte Erfolg meines Lebens war. Wir haben hier der O2-Halle bis auf den letzten Platz und München Olympiahalle. Da reden wir über 10, 12, 15.000 Menschen. Ne? In Köln über 20.000, weil ich an einem Tag frei. Aber wenn ich das Video sehe und mein Manager Dieter Weidenfeld, der mich sehr gut kannte, sieht es auch. Er sagt, deine größte Bühne, dein tollsten Show, den du je hattest. Und in deinen Augen merkte man, dass du es nicht genießen konntest. Mhm. Was ist dann passiert? Ich merkte, dass war zwar ein Riesenerfolg, aber es war trotzdem irgendwie nicht so weit, dass ich sagen kann, ich fühle mich inspiriert, was Neues zu machen. Und das hat immer noch 3, 4 Jahre gedauert, bis ich eigentlich relativ über Nacht aus diesem Loch kam und hatte Lust, wirklich mal wieder zu kämpfen. Könnte man verkürzt sagen, dein Sohn Wayne und die Bühne haben dir in gewisser Weise das Leben gerettet? Unbedingt. Unbedingt. Was mein Sohn Wayne angeht, ich meine, ich habe 2 Söhne, Cass und Wayne. Und Wayne, ich liebe Cass abgöttisch, aber er war natürlich zu jung. Er hat alles mitgekriegt, er wusste, was mit seiner Familie damals los war, aber er hat sich irgendwie das Ganze blockiert und ist Gott sei Dank heute mit 24 ein sehr erfolgreicher junger Mann, der gerne in Amerika lebt. Aber Wayne und ich haben einen Draht zwischeneinander. Es gibt auf meinem neuen Album einen Titel, der heißt Bedingungslos. Ich singe ungern private Sachen. Aber dieses Lied Bedingungslos, ich rede von der bedingungslosen Liebe, die es zwischen einem Vater und einem Sohn gibt, die, ich glaube, mit keiner anderen Liebe zu vergleichen ist. Mhm. Und was Wayne für mich getan hat, nicht nur getan hat, sondern auch zum Beispiel über Weihnachten zu mir zu fahren, obwohl er mit damals eine Frau, die sehr bekannt ist in Deutschland zusammen war, zu mir zu kommen und sagen, ich bin hier, weil ich weiß, dir geht's beschissen. Donnies war nicht da, weil Donnies zu der Zeit auch sehr schlecht ging. Also sah es aus wie ein ziemlich einsame Weihnachten. Und dann kommt Wayne dahin und sagt, so, du kommst jetzt mit. Und dieser Verzicht und diese Kraft, die er da geholt hat, dieser Sohn, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es gibt nichts auf dieser Welt, was ich für diesen Sohn nicht tun würde, weil er ein toller Mensch ist. So, wie bist du 2 Fragen habe ich noch. Wie bist du zum einen, Howard, mit der Häme
umgegangen, die es dann auch gab. Also du hattest 2003 deinen Rücktritt erklärt und hast gesagt, ich mache das nicht mehr. Jetzt hören wir hier zum ersten Mal, warum du tatsächlich dann irgendwann gesagt hast, ich komme wieder zurück auf die Bühne. Das wurde dir, das wusste ja keiner. Und das wurde dir ausgelegt als PR-Gag, dass man sagt, naja, ich mache mal eine Abschiedstournee, dann kommen die alle nochmal, weil sie glauben, es ist das letzte Mal. Und dann mache ich noch eine und noch eine und noch eine. So wie James Last sagt, ich bin seit Jahren auf der Last-Tournee und dann kommt immer noch eine. Aber so war es ja bei dir nicht. Das heißt, wie sehr trifft einen dann diese Häme, die dann ja über dich hereingebrochen ist? Michi, ganz ehrlich, ich habe es verstanden. Ist okay, ich habe geschworen, ich singe nie wieder, ich habe alles getan und das habe ich ehrlich gemeint. Und dann komme ich plötzlich 5 Jahre später und sage zu deiner frühere Kollege Johannes Kerner, ich will wieder. Dass manche Leute gesagt haben, komische Plan, was er da gemacht hat. Ja. Was ich nur nicht ganz verstanden habe, ist, man redet über mein Comeback auch heute noch, als ob ich bin der einzige Künstler aller Zeiten, der das gemacht hat. Es ist eigentlich in dieser Branche, kommt sehr, sehr, sehr oft vor. Es kommt absolut, auch bei Sportler vor, wie Schumacher. Und es kommt auch bei. Aber was sollte ich tun? Ich wollte wieder singen. Ich müsste wieder singen. Ich sage keinen anderen Weg für mein Leben. Und, ärgerst du dich heute, dass du diese Geschichte nicht früher mal erzählt hast? Und ist das vielleicht sogar der Grund, jetzt ganz steile These, warum dein neues Album den Titel trägt, viel zu lange gewartet? Ja, der Album trägt die Zeile. Es gab für mich zwei. Lass mal ganz kurz ausholen, was mit dieser Platte passiert ist, weil das ist der Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt aus diesem Loch raus, dieser Lethargie raus. Ich habe alles um mich rum gewechselt. Leute, die 35 Jahre mit mir gearbeitet haben, die alle toll gearbeitet haben, sonst hätte ich diese Erfolg nicht gehabt, bis zu meinem Comeback-Tournee. Waren die bei mir, aber ich merkte wirklich, eine meiner Probleme da war, dass wir 700 Lieder zusammen komponiert haben und wir guckten uns an, beide mit einer Gitarre in der Hand und sagten, was haben wir, haben das alles schon mal gesagt. Mhm. Und das, wenn einer lebt von Kreativität, das ist ein sehr tötender Moment, wo du denkst, es geht nicht weiter, es geht nicht weiter. Und ich wollte unbedingt mit dieser Comeback etwas anderes erreichen. Also habe ich den ganzen Team geendet, nicht meine Musiker, aber alle, die mit mir gearbeitet, die ich heute noch tausendmal sage, Dankeschön für alles, was wir zusammen erlebt haben, aber ihr habt auch was davon gehabt. Hab mir einen Mann gesucht, der noch nie mit jemand überhaupt was in dieser Branche zu tun hatte. Stimmt nicht ganz, er hat ein bisschen mit Helene Fischer zu tun gehabt, aber nicht als Manager. Und ich bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, ich würde gerne, dass du mein Management übernimmst. Und der zusammen mit einem anderen hat eine Idee, die eigentlich ziemlich einmalig in Deutschland ist. Der hat gesagt, wir holen eine ganze Menge Komponisten zusammen, die aber nicht der Genre Schlager schreiben, sondern die schreiben für Silbermond oder für Tim Bensko und für solchen Typen. Ja. Jetzt habe ich diesen Menschen, haben wir schriftlich eingeladen in ein Hotel in Berlin und haben 9 Tage zusammengebracht, die so unglaublich war. Ich komme in diesen Zimmer, die sitzen nicht Stimme, dieses Hotel, wo wir waren, hat auch Studios da. Und die saßen alle im Studio und ich kam rein. Ich war ein bisschen nervös, weil ich dachte, was werden diese Leute denken über Opa? Howie. Was würden die denken? Und da stehen diesen Typen auf und applaudieren 1,5 Minuten lang. Und es war so ein so warmes Gefühl. Dann habe ich mit diesen Jungs, die haben gesagt, erzähl über dein Leben. Ich habe erzählt von allem, was wir heute besprechen. Die haben Notizen gemacht. Dann sind die rausgegangen zu viert, 4 verschiedene Gruppen, A3, A4. Und ich kam 1-2 Stunden später zurück und ging von Gruppe zu Gruppe und hörte, was die gemacht haben. Dann haben die abends ihre Werke vorgespielt. Ich habe dann ein paar Dinge in diesen Kompositionen geendet und über Texte mal gestritten mit denen. Aber jeder Titel, die vorgespielt hat, die anderen haben applaudiert wie ihre Konkurrenz quasi. Es war wie eine Sekte voller Liebe. Es war unglaublich. Wir haben 9 Tage zusammengebracht, die ich nie vergessen würde. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich brenne drauf, das nächste Mal, wir haben jetzt ein Album fertig, ich brenne drauf, dass diese Sache noch mal zu wiederholen. Aber eigentlich für mich merkte ich, was mir gefehlt hat. Es gibt nichts Schönes, als Dinge enden und neue Wege gehen. Flexibel zu bleiben. Unglaublich. Ich kann nur jeder
der mal denkt, mhm, eine Leidenschaft, mhm, aufzugeben, tu es nicht. Mhm. Such neue Wege, sodass, mhm, du deine Leidenschaft, mhm, erleben kannst. Weil es ist mit das schönste Gefühl, mhm, was es im Leben gibt. Das ist ja eigentlich so ein Crossover. Ne? Sag mal, diese junge Generation von Musikern. Ich habe das, wir werden gleich ein Stück auch daraus hören. Ich habe das gehört und als ich das zum ersten Mal so ganz bewusst wahrgenommen habe, dachte ich, mein Gott, also das könnte auch eine Nummer von Silbermond sein. Oder Tim Bezko könnte das auch singen. Ja, das ist ein richtig schöner Titel, den wir gleich hören. Für mich war es nicht ein Crossover, weil wir haben früher ein Album gemacht, Das alles bin ich, die war auch schon sehr, sehr viel weiter, als was ich vorher gemacht habe. Aber trotzdem, hier haben wir einen Schritt gemacht. Und was mich sehr freut, ist, wir haben es in Facebook vorgestellt. Und die Reaktion darauf ist, mhm, Mensch, du bist anders, aber wir haben dich trotzdem nicht verloren. Man hört immer noch, dass, mhm, du es bist. Und ich kann das. Alles in mir im Moment ist nur voller Energie und voller Freude. Und du sagst nie wieder zu mir, du siehst so traurig aus. Versprochen. Versprochen. Aber ich hatte offenbar doch ein kleines bisschen recht und werde es ab sofort auch nie wieder sagen. Ich freue mich sehr über ein schönes Gespräch über das Leben. Wir hatten vor einiger Zeit Günther Netzer hier. Eine tolle Sendung. Weißt du, was ich gedacht habe, was ich gesehen habe? Den hätte ich gerne als Freund. Günther Netzer. So ein, in deiner Sendung, ja, hat er mir, ich kannte ihn vom Fußball, ja, aber so wie er dir gegenüber gesessen hat, das stimmt. Das sind Typen, wo ich sage, das sind Freunde. So, Günther Netzer hat damals in der Sendung hier gesagt, und das habe ich mir gemerkt und ganz dick hinter die Ohren geschrieben, es geht im Leben nicht um Glück, es geht nur um ein bisschen Zufriedenheit. Und heute, finde ich, haben wir einen sehr zufriedenen Howard Carpendale erlebt. Stimmt. Vielen Dank. Howard. Zum Abschluss, Howard, werden wir eine schöne Nummer spielen. Wie hieß der Titel? Es gibt... Wir spielen eine Nummer aus dem Album, ein bisschen eine ganz ruhige Nummer, weil es spät ist jetzt am Abend, ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt rocken sollen, sondern wir sollen mit einem Titel aufhören, die heißt, und ich finde dieses Wort so schön, ich kannte die nicht als Ausländer, innehalten. Die Jungs haben es geschrieben, ich finde den Text herrlich. Also, gerne mit. Viel zu lang gewartet heißt das neue Album. Finn, du hast viel zu lang gewartet mit dem Album an sich und wir haben viel zu lang gewartet, diesen Titel zu spielen. Schon mal danke, Howard Carpendale. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Interesse. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Und jetzt eine neue Nummer aus dem neuen Album von Howard Carpendale. Also. Noch einmal. Sich verlieben, um zu lieben, sich trauen, zu vertrauen, ein Versprechen aussprechen, auch wenn es keines wirklich braucht. Voneinander lernen, sich verstehen und verzeihen, irgendwann eine Geschichte voller Wahrheit sein. Von uns zwei, lass uns innehalten, weil ich dich halten kann. Sei mir heut nah, manchmal kommt das Leben dazwischen. Ich will immer wissen, ich bin da. Er hat es erst heute Nachmittag gelernt, dass eine kleine Harmonie für ihn macht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ein großer Spaß. Howard Carpendale, meine Damen und Herren. Danke. Vielen Dank. Eine schöne Nummer. Wir haben sie nicht versenkt. Vielen Dank. Danke dir sehr. Howard Carpendale. Unsuspicious, my heart.
Kaplan, vielen Dank. Danke. Howard Carpendale. Danke. Oh. Thank you. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Wussten Sie, dass Howard Carpendale der bessere Elvis ist? Na, so weit würde ich nicht gehen. Nein, nein, nein. Aber ich habe gerne als Kind Elvis gesungen. Da bin ich überhaupt deswegen zur Musik eigentlich gekommen. Ja, du würdest gerne noch weitermachen, deswegen hältst du das Mikrofon fest. Ja. Brauchen wir gar nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ein Solo, eine Stunde für Howard Carpendale. Das ist großartig. Und ich kann dir die Frage nicht ersparen, Howard, wenn man 67 ist, was fällt dann schwerer, der Hüftschwung oder sich den Text zu merken? Der Hüftschwung. Hüftschwung ist schwerer? Ja. Die war damals ziemlich radikal, ja. Das ging ab. In alten Zeiten? Ja, aber ich habe sehr oft ihn parodiert damals, das war meine Kindheit, ich habe immer Elvis' neue Lied gesungen in unserer Schulband damals. Und es ist immer irgendwas von ihm in mir geblieben. In der Tat, schau mal, da haben wir ein schönes Foto. Welcher bist du? Du bist der Mann in der Mitte, ne? In der Mitte, ja. Das ist ein Foto aus Südafrika. Das war meine erste Band. Es hieß The Strangers. The Strangers. Die Fremden. Ja. Du siehst auch ein bisschen fremd aus, wie ein Eishockey-Schiedsrichter. Ja. War eine schöne Zeit. War meine Schulkapelle. Ich glaube, das so wie in meinem 14. Lebensjahr circa. Du hast mal gesagt, ich habe von Kind auf gelernt. Wir steigen jetzt wirklich ein in ein wirklich faszinierendes Leben, von dem, glaube ich, viele nicht so richtig wissen, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Das ist so das Merkwürdige auch an dir. Man hat das Gefühl, man kennt dich ewig. Jeder von uns ist im Grunde mit dir aufgewachsen. Und dieser blonde Haarschopf, der gehört irgendwie zu Deutschland wie, weiß ich nicht, Gummibärchen und andere Dinge. Und trotzdem weiß man eigentlich erstaunlich wenig über dich. Also ich kann dir erst sagen, ich wog 11 Pfund, als ich geboren wurde. Und ich versuche diesen scheiß 11 Pfund seit damals loszuwerden. Das bist du als Kind, ja? Ja. Und du sagst, ich bin eigentlich als Entertainer geboren. Ich habe von Kind auf gelernt, ein Entertainer zu sein. Wie ist das gemeint? Ich habe sehr viel Zeit alleine verbracht als Kind, weil meine Mutter, mein Vater sehr beim Beruf geholfen hat und es so schlimm ist, das zugestehen. Das heißt, es gab die Momente, in denen du offenbar zu schwach warst, um überhaupt aufzustehen, in denen dir die Lust fehlte, um noch zu essen, in denen du apathisch vor dem Computer hingst. Und wann merkt man, da schleicht sich jetzt zum ersten Mal der Gedanke ein, ich will das eigentlich alles nicht mehr. Ich setze dem jetzt ein Ende. Ich sage, mein Sohn hat mich da abgeholt in Amerika und hat gesagt, ich bleibe hier, bis du mit mir kommst. Das dauerte etwa 6 Tage und dann bin ich mit ihm geflogen. Wohin? Nach Deutschland. Ich will jetzt nicht genau im Detail weiter davon sprechen. Darum geht's auch nicht. Nein, aber es ist etwas, was viele Menschen betrifft. Ja. Ähnliche ja. Dinge. Ja. Und dann habe ich sehr viel Zeit verbracht mit Gesprächen, mit sehr viel Zeit mit mir selber. Und in dieser Zeit hatte ich auch manchmal das Gefühl, es hat keinen Sinn mehr. Aber ich mag nicht sehr gerne über diese Teil reden, weil es geht mir nicht um Mitleid, es geht mir um gar nichts, außer zu sagen, auch ich bin depressiv geworden. Ich kann einen Mensch verstehen, der in so ein Loch reinfällt. Und rausgeholt habe ich mich eigentlich auch nicht bei der Comeback-Tournee, die übrigens der größte Erfolg meines Lebens war. Wir haben hier der O2-Halle bis auf den letzten Platz und München Olympiahalle. Da reden wir über 10, 12, 15.000 Menschen. Ne? In Köln über 20.000, weil ich an einem Tag frei. Aber wenn ich das Video sehe und mein Manager Dieter Weidenfeld, der mich sehr gut kannte, sieht es auch. Er sagt, deine größte Bühne, dein tollsten Show, den du je hattest. Und in deinen Augen merkte man, dass du es nicht genießen konntest. Was ist dann passiert? Ich merkte, dass war zwar ein Riesenerfolg, aber es war trotzdem irgendwie nicht so weit, dass ich sagen kann, ich fühle mich inspiriert, was Neues zu machen. Und das hat immer noch 3-4 Jahre gedauert, bis ich eigentlich relativ über Nacht aus diesem Loch kam und hatte Lust, wirklich mal wieder zu kämpfen. Könnte man verkürzt sagen, dein Sohn Wayne und die Bühne haben dir in gewisser Weise das Leben gerettet? Unbedingt.
Unbedingt. Was mein Sohn Wayne angeht, ich meine, ich habe zwei Söhne, Cass und Wayne. Und Wayne, ich liebe Cass abgöttisch, aber er war natürlich zu jung. Er hat alles mitgekriegt, er wusste, was mit seiner Familie damals los war, aber er hat sich irgendwie das Ganze blockiert und ist Gott sei Dank heute mit 24 ein sehr erfolgreicher junger Mann, der gerne in Amerika lebt. Aber Wayne und ich haben einen Draht zwischeneinander. Es gibt auf meinem neuen Album einen Titel, der heißt Bedingungslos. Ich singe ungern private Sachen. Aber dieses Lied Bedingungslos, ich rede von die bedingungslose Liebe, die es zwischen einem Vater und einem Sohn gibt, die, ich glaube, mit keiner anderen Liebe zu vergleichen ist. Mhm. Und was das auch immer sehr. Und trotzdem ist die Frage, was macht das mit einem, wenn man plötzlich so einen gigantischen Erfolg hat? Hast du es geschafft, auf dem Teppich zu bleiben? Nein. Ich habe meine Plattenfirma angerufen am Tag nach dieser Sendung. War das diese Zeit hier? Ja, um den Dreh rum, ja. Howard von Carpendale? Ja. 80.000 Platten am ersten Tag. An einem Tag? An einem Tag. Und es lief ohne Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war der Moment, wo ich dachte, so, jetzt bist du der Größte. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. Ich habe ZDF-Hitparade gesagt, ich werde nicht mehr bei euch auftreten. Das ist nicht mein Ding. Ich habe mir ein Mach 1 gekauft, ein blauer Rennwagen, Sportwagen. Und ich habe in Köln ein bisschen wie ein König gelebt für eine Weile. Bis ich gemerkt habe, das ist nicht gut, was du jetzt machst. Das geht schief. Weil sehr schnell nach diesem Erfolg kam der Misserfolg. Alles, was danach kam, lief nicht. Und ich glaube bis heute noch, ein Publikum spürt schon, wenn sowas falsch läuft in einem. Mhm. Ich hatte 4 sehr schwere Jahre, wo ich versucht habe, mich wieder zu platzieren. Alle haben für mich Lieder geschrieben und nichts passierte. Und ich dachte wirklich, meine Karriere war zu Ende. Da habe ich auch meine damalige Ehefrau Claudia gesagt, ich gehe nach Südafrika zurück. Du wolltest weg? Ich wollte weg. Ich sah keine Möglichkeit. Ich war wirklich so unten, wie man sein kann. Es lief gar nichts mehr in den Plattenläden und so weiter. Und da weiß ich noch genau, ich lag am Strand in Florida mit Claudia und sie sagte zu mir, du gehst nicht zurück. Du fängst jetzt an, deine eigene Musik zu machen und ich lass nicht zu, dass du einfach so aufhörst. Und dann bin ich zu meinem Plattenfirmenchef gegangen und habe ihm gesagt, ich möchte ganz gerne meine nächste Platte selber machen. Er sagt, wie meinst du das? Ja, ich sage, ich will die komponieren, ich will die produzieren. Er sagt, hast du das schon mal gemacht? Ich sage, nein. Er sagt, du weißt, Frank Sinatra mag das auch nicht. Ich sage, weiß mir egal. Lass mich meine nächste Platte machen. Lass mich 2 Platten machen und ich mache einen Deal. Wenn es nicht klappt, dann dieser Vertrag, den wir damals unterschrieben haben, nach der Erfolg von Schöne Mädchen, kannst du zerreißen. Die war 10 Jahre lang. Dieser Vertrag dauerte bis 1980. Wahnsinn. Und ich habe gezockt. Ich habe gesagt, lass mich probieren und wenn es nicht klappt, dann höre ich auf. Und hast dann was geschrieben? Da nahm er seine Gitarre. Das hast du geschrieben? Ja. Und das war ein Hit? Das war ein ziemlich großer Hit, aber die zweite Nummer war Du fängst den Wind niemals ein. Das war ein großer Hit. Und dann kam Deine Spuren im Sand und das war ein richtig großer Hit. Hast du auch geschrieben? Nein, die habe ich ausgesucht in England. Ich saß in einem Musikverlag in London. Mhm. Die haben mir alle möglichen Sachen vorgespielt. Na, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dann sagte ich, ich habe noch eine Nummer hier im Schublade. Ich glaube nicht, dass es dir gefällt. Und da, bis ich mit 13 das Gefühl hatte, eine Frau ist von mir schwanger geworden. Mit 13? Ist nur 300 Tage früher als die meisten Jungs. Das heißt, du hast die Freiheit nicht genutzt, aber auch keine Kondome. Ey, das war... Kann man so sagen. Ich habe einen Jockey kennengelernt mit 12. Ein kleiner, quilliger... Was hat das damit zu tun? Ich erzähle. Der war 15 Jahre alt und er hat mir alles über die Sexualität beigebracht. Alles. Meine Eltern haben mir nie ein Wort über diese Themen gesagt. Dieser junge Jockey, und er hat gesagt, du musst davon wissen, das gibt's doch nicht, ich bring dir das bei. Und ja, da hat er mir beigebracht. Und dann meine erste Erfahrung fuhr dazu, dass ich... Es hat mir wahnsinnig sehr viel Sorgen gemacht, weil ich hatte das Gefühl, jetzt lasse ich meinen Eltern wirklich einen Stich. Da habe ich 2, 3 Wochen lang mit einem langen Gesicht bin ich durch die Gegend gelaufen, bis meine Mutter in mein Schlafzimmer kam und sagt, hattest du was mit Diana? Ich will es jetzt wirklich wissen. Und ich kann diese Last, die ich auf der Schulter hatte, weil ich alles für mich behalten habe, habe ich zu der Mutter gesagt, ja, ich hatte.
Sie fing an zu heulen und badabadabab. Habe ich die ganze Geschichte erzählt. 15 Minuten später kommt mein Vater im Raum. Na, mein Junge, ich höre, wir haben ein Problem. Okay, so war's und ja, da fing meine Erleben, weil du fragtest wegen Frauen. Also, war sie schwanger? Nein, Gott sei Dank nicht. Nein. Aber die war 3 Wochen spät und das hat mir schon sehr viel Sorgen gemacht. Weil der Jockey hat mir erzählt, das ist nicht gut. Ja. Was hättest du denn gemacht? Ich glaube, was hätte ich gemacht? Wie gesagt, diese Last, die ich gespürt habe wegen meinen Eltern, die hätten das schon. Ich hatte keine Kraft, das zu regeln. Das haben die übernommen und ist, wie gesagt, es ist nichts draus gekommen. Glück gehabt, gut gelaufen. Ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen, Howard, damit wir nämlich vor allen Dingen auf diese sehr spannenden Jahre dann in Deutschland kommen. Also, du kommst nach England, fängst dann irgendwann an, Musik zu machen und wirst dann mit einer ersten Band sozusagen von England nach Deutschland geschickt, um hier eine kleine Tournee zu spielen. Ja. Wie ging es dann weiter, Howard? Wann kam dieser erste große Erfolg? Und wie kam es vor allen Dingen dazu, in Deutschland, das schöne Mädchen von Seite 1? Während ich in diesem Club in Düsseldorf gespielt habe, bin ich zu Amy Elektrole in Köln gegangen. Mhm. Und da habe ich mich vorgestellt und habe gesagt, ich möchte gerne singen. Ich hatte, so wie ich hier aussehe, das war die einzige Kleidung, die ich besaß. Das war meine Kleidung, die habe ich jeden Tag gewaschen und jeden Tag getragen. Und lernen, weil man muss das Publikum irgendwie zumindest Gesicht zeigen und sagen, ich habe damit nichts zu tun, in der Hoffnung, dass sie es glauben. Und wie gesagt, dann 2 Jahre später konnte ich das über einen Arzt endgültig mal. Mhm. Das genau. Ist ja eine Geschichte, du hast eben kurz angedeutet und das auch eine sehr harte Geschichte in deinem Leben. Aber wenn wir gerade so ernsthaft miteinander sprechen, sollten wir sie vielleicht kurz thematisieren. Du sagst, es gab Momente, da habe ich 5 Minuten vor dem Auftritt Anrufe bekommen, die mich völlig aus der Fassung gebracht haben. Mhm. Was waren das für Anrufe? Zu sehr würde ich in diesen Themen nicht gehen, wenn du nichts dagegen hast. Aber es geht natürlich, jeder weiß, durch Geschichten in die Presse, über den ich versuche, nicht mehr zu reden, weil die Presse hat eigentlich alles gesagt. Meine Frau ist krank. Und sicherlich gab es viele Momente im Leben, wo Anrufe mich kurz vor dem Auftritt schon sehr aus der Fassung gebracht haben. Aber wir haben noch nie ein Konzert deswegen abgesagt. Und ich bin rausgegangen und habe wirklich die Sachen versucht, zur Seite zu tun. Die Situation ist erheblich besser geworden, aber du hast immer gesagt, ich müsste immer ein bisschen drüber grinsen, weil du hast irgendwann gesagt, du scheinst mir sehr melancholisch, sehr oft. Ich habe auch darüber gelacht, weil ich kenne mich und ich weiß, dass ich sehr, sehr gerne lache und sehr, sehr viel Spaß habe mit meinen Freunden, wenn wir Golf spielen. Ich bin derjenige, der Witze erzählt und was weiß ich alles. Ich erzähle dir einen kurzen. 2 Fledermäuse hängen vom Dach. Der eine sagt zum anderen, weißt du, wovor ich Angst habe? Nein, sagt der andere. Ja, er sagt, von Inkontinenz. Sehr gut. Ja? Ist für mich gut. Na, ich... Sehr gut, ja. Es hat ein bisschen gedauert. Ne? Ich kenn auch so einen. Ja. Radeln 2 Vampire auf einem Fahrrad durch die Stadt, werden von der Polizei angehalten. Und die Polizei fragt, haben Sie was getrunken? Und der Vampir sagt, ja, ein Radler. der geht in so eine ähnliche Richtung. Ja. Du hast mal ich wollte nicht ausweichen. Das ist, ein Problem, mit dem ich... Ich fand das ja. Immer gut. Da, und zwar deswegen, weil es so viele Menschen gibt, die mit diesem Problem zu tun haben. Deswegen fand ich es immer gut und auch mutig, dass ihr beide, du und deine Lebensgefährtin, dass ihr auch gelegentlich mal darüber gesprochen habt, was es bedeutet, wenn in einer Familie ein Alkoholiker ist. Das fand ich weißt gut. du, wie viele Menschen es gibt? Ich habe eine Ahnung davon. Jeder 8. Haushalt. Es ist unglaublich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse diesen Zeug, weil ich sehe... Nein, die habe ich ausgesucht in England. Ich saß in einem Musikverlag in London.
Die haben mir alle möglichen Sachen vorgespielt. Na, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dann sagte ich, ich habe noch eine Nummer hier im Schublade. Ich glaube nicht, dass es dir gefällt. Und da hörte ich Spuren im Sand auf Englisch. Und da habe ich gesagt, das ist genau, was ich suche. Diese Nummer. Ich habe 30 Sekunden gehört und gesagt, das ist ein Hit in Deutschland. Hatte eine gute Nase damals für. Die Schlagermusik war für mich als jemand, der eigentlich mehr Richtung Beatles und wie gesagt, Jimi Hendrix und was weiß ich, war es für mich relativ leicht zu lesen als Schlager, was ein Hit sein könnte. Weil der eigentliche Hauptsache war eine Melodie, die ganz, ganz schnell im Kopf ging und die da blieb. Das war der. Wer hat den Text gemacht? Spuren im Sand war Fred Jay. Fred Jay war ein Deutsch-Amerikaner, der in München lebte. Ein Mann, der es leider nicht mehr gibt, aber er hat zusammen mit mir dann eine. Wir haben zusammen viele Lieder geschrieben und er war schon ein toller Texter. Ja, aber die Fantasie muss man erstmal haben. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. Mhm. Diese schöne Bilder. Er hat einfach schöne Bilder geschrieben. Ich habe ein Lieblingslied von dir. Das heißt Na und von deiner letzten, von deiner letzten CD. Und da gibt es die wunderschöne Zeile: Früher war es nicht so wichtig, ob was falsch war oder richtig. Ich liebe das. Ich höre das oft beim Laufen. Klinge ich wirklich so? Ich würde sagen, es ist schlimmer. aber so ähnlich, ja. Und ja, weißt du, wie oft ich gefragt werde, pflegst du diesen Akzent? Verdammt nochmal, wenn einer mit 20 ins Ausland geht, es gibt keinen Mensch, der eine neue Sprache lernt, wenn ich ein Deutsch in Florida, ich habe lange in Florida gelebt, da kommt ein auf mich zu und er kennt mich und sagt, hallo. Ich sage, hallo oder hello? Hallo ist Deutsch, du bist Deutscher. Das verlernt man nie, das ist in einem drin. Ich pflege meinen Akzent nicht. Es ist so, natürlich könnte ich auf eine Schule gehen und wirklich mal lernen, wie man sagt oder wie auch immer es klingen soll. Das tue ich nicht, weil mein Akzent scheint ganz gut anzukommen. Aber pflegen tue ich nicht. Hat dich das genervt manchmal, wenn die Leute dann auf diesen Akzent abgehoben? Nur die Frage, die Vorstellung, dass ich so blöd bin, dass ich mein Leben lang über rumrollen und so was. Ja. Das mache ich nicht. Du hast mal in einem Interview gesagt, auf die Frage, warum du jetzt aufhören willst mit Musik machen, hast du gesagt, wissen Sie, diese Rumraserei macht mich fertig. Ja. Das war. Rumreiserei ist auch schwer. Ja. Also das ist an die Kindheit, die ich in diesem Land gehabt, die ein absoluter Traum war. Und wenn ich sehe, was aus diesem Land geworden ist, das macht mich sehr traurig, wirklich. Mhm. Hast du Nelson Mandela mal getroffen, persönlich kennengelernt? Ich habe Nelson Mandela in Bonn kennengelernt. Es gibt ein Foto, ich weiß nicht, ob du die hast, ein Foto, wo ich ihm die Hand gebe. Und das Schöne an diesem Foto ist, man sieht, wie er strahlt und lacht und ich auch. Weil ich ihm etwas gesagt habe, was ich sehr lustig fand. Was hast du gesagt? Du sagst mir, ich bin so traurig. Ja. Ich habe eine Hand gegeben, ich habe gesagt, Mr. Mandela, wenn du vorhast, der bekannteste Südafrikaner in Deutschland zu sein, hast du keine Chance. Wenn du gerade über diese schöne Kindheit in diesem wunderschönen Land, ich war einmal da und ich sehe das ähnlich wie du, eines der schönsten Länder der Erde, definitiv. Wenn du darüber so sprichst und auch schwärmst, ist es wahr, dass du mit 13 Jahren das erste Mal verliebt warst? Oh, du sprichst doch was anderes. Mein Leben ging so. Bis zu meinem 6., 7. Lebensjahr war ich wirklich, was du heute erzählst, von melancholisch. Ich war ein Kind, der, jetzt könnte das ganze Publikum sagen, ich war der gemobbt war in der Schule. Wirklich. Du bist gehänselt worden in der Schule? Das war mein Anfang in der Schule. Ich weiß nicht warum, ich kann es dir bis heute nicht sagen, aber bis 8., 9., 10. Lebensjahr war ich ein absoluter Pflaumer. Eine Pflaume? Ein Pflaumer. Ja. Ich weiß nicht, kam nicht an. Plötzlich wurde Du bist der Kleine vorne rechts, ne? Das sind meine zwei Schwestern, Jean und Anne, die leider nicht mehr leben. Aber ja, da war ich, weiß ich nicht, 6 oder 7. Also wenn ich das Bild sehe, dann weiß ich, warum ich gemobbt wurde. Aber wir haben. Finde ich nicht. Nein. Mein Vater war ein
relativ erfolgreicher Sportler. Er war im Boxen ganz erfolgreich. Cricket hat er für, also für Sachsen gespielt, quasi für den Provinz von Natal. Und er hätte auch gerne einen Sohn, der gut in Fort war. Aber ich war, das lief gar nichts. Ich konnte gar nichts. Ich habe die Schule gehasst. Und dann plötzlich passierte etwas. Frag mich bis heute, weiß nicht, was passiert ist. Aber ich bin gewachsen zwischen 10 und 12 auf 1,85. So groß, wie du heute bist? Genau so groß, wie ich war. Mit 12 genauso groß, nicht ganz so schwer, aber genauso groß, wie ich heute bin. Das hieß, man gab mir den Rugbyball und sagt, lauf. Durch 15 Jungs, Tor schießen. Ich war der Held der Schule. Ich war über Nacht wirklich, dann kam Kugelstoß dazu und ich weiß nicht was. Ich wurde gewählt zum populärsten Junge in der Schule. Ich wurde Präfekt, das heißt einer von den 10 Jungs, der auf die anderen Jungs aufpasst. Und mit so versucht habe, mich wieder zu platzieren. Alle haben für mich Lieder geschrieben und nichts passierte. Und ich dachte wirklich, meine Karriere war zu Ende. Da habe ich auch meine damalige Ehefrau Claudia gesagt, ich gehe nach Südafrika zurück. Du wolltest weg? Ich wollte weg. Ich sah keine Möglichkeit. Ich war wirklich so unten, wie man sein kann. Es lief gar nichts mehr in den Plattenläden und so weiter. Und da weiß ich noch genau, ich lag am Strand in Florida mit Claudia und sie sagte zu mir, du gehst nicht zurück. Du fängst jetzt an, deine eigene Musik zu machen. Und ich lasse nicht zu, dass du einfach so aufhörst. Und dann bin ich zu meinem Plattenfirmenchef gegangen und habe ihm gesagt, ich möchte ganz gerne meine nächste Platte selber machen. Ja, er sagt, wie meinst du das? Ja, ich sage, ich will die komponieren, ich will die produzieren. Er sagt, hast du das schon mal gemacht? Ich sage, nein. Er sagt, du weißt, Frank Sinatra mag das auch nicht. Ich sage, weiß mir egal, lass mich meine nächste Platte machen, lass mich zwei Platten machen und ich mache einen Deal. Wenn es nicht klappt, dann dieser Vertrag, den wir damals unterschrieben haben, nach der Erfolg von Schöne Mädchen, kannst du zerreißen. Die war 10 Jahre lang. Dieser Vertrag dauerte bis 1980. Wahnsinn. Und ich habe gezockt. Ich habe gesagt, lass mich probieren und wenn es nicht klappt, dann höre ich auf. Und hast dann was geschrieben? Da nahm er seine Gitarre. Das hast du geschrieben? Ja. Und das war ein Hit? Das war ein ziemlich großer Hit, aber die zweite Nummer war Du fängst den Wind niemals ein. Das war ein großer Hit. Und dann kam Deine Spuren im Sand und das war ein richtig großer. Hast du auch geschrieben? Nein, die habe ich ausgesucht in England. Ich saß in einem Musikverlag in London. Mhm. Die haben mir alle möglichen Sachen vorgespielt. Na, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dann sagte ich, ich habe noch eine Nummer hier im Schublade. Ich glaube nicht, dass es dir gefällt. Und da hörte ich Spuren im Sand auf Englisch. Und da habe ich gesagt, das ist genau, was ich suche. Diese Nummer. Ich habe 30 Sekunden gehört und gesagt, das ist ein Hit in Deutschland. Hatte eine gute Nase damals für... Die Schlagermusik war für mich als jemand, der eigentlich mehr Richtung Beatles und wie gesagt Jimi Hendrix und was weiß ich, war es für mich relativ leicht zu lesen als Schlager, was ein Hit sein könnte, weil der eigentliche Hauptsache war eine Melodie, die ganz, ganz schnell im Kopf ging und die da blieb. Das war der, wer hat der, den der, Text gemacht? Spuren im Sand war Fred Jay. Fred Jay war ein Deutsch-Amerikaner, der in München lebte. Ein Mann, der es leider nicht mehr gibt, aber er hat zusammen mit mir dann eine wir haben zusammen viele Lieder geschrieben und er war schon ein toller Texter. Ja, aber die Fantasie muss man erstmal haben. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. Mhm. Diese schöne Bilder, er hat einfach schöne Bilder geschrieben. Ich habe ein Lieblingslied von dir, das heißt Na und, von deiner letzten CD. Und da gibt es die wunderschöne Zeile, früher war es nicht so wichtig, ob was falsch war oder richtig. Ich liebe das. Zu tun hatte, stimmt nicht ganz. Er hat ein bisschen mit Helene Fischer zu tun gehabt, aber nicht als Manager. Und ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne, dass du mein Management übernimmst. Und der zusammen mit einem anderen hatte eine Idee, die eigentlich ziemlich einmalig in Deutschland ist. Der hat gesagt, wir holen eine ganze Menge Komponisten zusammen, die aber nicht der Genre Schlager schreiben, sondern die schreiben für Silbermond oder für Tim Bensko und für solchen Typen. Ja. Jetzt habe ich diesen Menschen, haben wir schriftlich eingeladen in ein Hotel in Berlin und haben 9 Tage zusammengebracht, die so unglaublich war. Ich komme in diesen Zimmer, die sitzen nicht Stimme, dieser Hotel, wo wir waren, hat auch Studios da. Und die saßen alle im Studio und ich kam rein. Ich war ein bisschen nervös, weil ich dachte, was werden diese Leute denken über Opa? Howie. Was würden die denken? Und da stehen diesen Typen auf und applaudieren 1,5 Minuten lang.
Und ich habe, es war so ein so warmes Gefühl. Dann habe ich mit diesen Jungs, die haben gesagt, erzähl über dein Leben. Ich habe erzählt von allem, was wir heute besprechen. Ja, die haben Notizen gemacht. Dann sind die rausgegangen zu viert, vier verschiedene Gruppen, A3, A4. Und ich kam eine, zwei Stunden später zurück und ging von Gruppe zu Gruppe und hörte, was die gemacht haben. Dann haben die abends ihre Werke vorgespielt. Ich habe dann ein paar Dinge in diesen Kompositionen geändert und über Texte mal gestritten mit denen. Aber jeder Titel, die vorgespielt hat, die anderen haben applaudiert wie ihre Konkurrenz quasi. Es war wie eine Sekte voller Liebe. Es war unglaublich. Wir haben 9 Tage zusammengebracht, die ich nie vergessen würde. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich brenne drauf, das nächste Mal, wir haben jetzt ein Album fertig, ich brenne drauf, dass diese Sache noch mal zu wiederholen. Aber eigentlich für mich merkte ich, was mir gefehlt hat. Es gibt nichts Schönes, als Dinge enden und neue Wege gehen. Flexibel zu bleiben. Unglaublich. Ich kann nur jeder, der mal denkt, eine Leidenschaft aufzugeben, tu es nicht. Such neue Wege, sodass du deine Leidenschaft erleben kannst. Weil es ist mit das schönste Gefühl, was es im Leben gibt. Das ist ja eigentlich so ein Crossover. Ne? Diese junge Generation von Musikern, wir werden gleich ein Stück auch daraus hören. Ich habe das gehört und als ich das zum ersten Mal so ganz bewusst wahrgenommen habe, dachte ich, mein Gott, also das könnte auch eine Nummer von Silbermond sein. Oder Tim Bezko könnte das auch singen. Ja, das ist ein richtig schöner Titel, den wir gleich hören. Für mich war es nicht ein Crossover, weil wir haben früher ein Album gemacht, Das alles bin ich, die war auch schon sehr, sehr viel weiter, als was ich vorher gemacht habe. Aber trotzdem, hier haben wir einen Schritt gemacht. Und was mich sehr freut, ist, wir haben es in Facebook vorgestellt, nicht das Schlagerfestival. Ich war ganz sicher, ich habe meinen Eltern geschrieben, komm bitte nach Deutschland. Es gibt einen großen Wettbewerb, sowas habt ihr in Südafrika noch nie gesehen. Es gibt ein Schlagerfestival und ich kenne die anderen 11 Titel, die dabei sind. Schöne Mädchen wird gewinnen. So, wir schauen einmal kurz rein und dann reden wir darüber, was dieses Lied für dein Leben bedeutet hat. Bitte schön. Wir kommen zur Startnummer 12. Howard Carpendale singt Das schöne Mädchen von Seite 1. Das schöne Mädchen von Seite 1. Das möchte ich haben und weite kein. Vom Katalog auf den Rissan aus möchte ich das Mädchen von Seite 1. Lässig. Ich habe da was gemacht, was ich so clever fand, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe in den Noten geschrieben, wenn die Musiker, die haben man jetzt nicht gesehen, aber im Fernsehen waren die ein paar Mal zu sehen. Wenn die Musiker nicht spielen, dann haben die, stand in den Noten, aufzustehen und mitzuklatschen. Und es hat das ganze Publikum animiert und ich glaube von... Ich weiß, ich kann jetzt nicht genau sagen, aber von den 5000 Stimmen, die ich gab, hatte dieses Lied 2500. Es war unglaublich. Es war so ein Sieg, die es, glaube ich, nie gab. In der ist auch eine schöne Nummer. Hast du auch gesehen, die Leute auch hier lieben diese Nummer nach wie vor. Das ist Teil deutschen Kulturgutes. Ich mochte das auch immer sehr. Und trotzdem ist die Frage, was macht das mit einem, wenn man plötzlich so einen gigantischen Erfolg hat? Hast du es geschafft, auf dem Teppich zu bleiben? Nein. Da haben wir, ich habe meine Plattenfirma angerufen am Tag nach dieser Sendung. War das diese Zeit hier? Ja, um den Dreh rum, ja. Howard von Carpendale? Ja. 80.000 Platten am ersten Tag. An einem Tag? An einem Tag. Und es lief ohne Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war der Moment, wo ich dachte, so, jetzt bist du der Größte. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. Ich habe ZDF-Hitparade gesagt, ich werde nicht mehr bei euch auftreten, das ist nicht mein Ding. Ich habe mir ein Mach 1 gekauft, ein blauer Rennwagen, Sportwagen. Und ich habe in Köln ein bisschen wie ein König gelebt für eine Weile. Bis ich gemerkt habe, das ist nicht gut, was du jetzt machst, das geht schief. Weil sehr schnell nach diesem Erfolg
kam der Messer von uns aus und sagt, ich mach dich fertig. Und für einen Mensch, der krank ist, der kann diese Kraft nicht widerstehen. Das ist eine schlimme Sache. Starkes Bild, das du da zeichnest. Howard, lass uns einmal reingehen in dieses reiche, bunte und hochinteressante, auch spannende, schöne Leben. Mhm. Wie bist du aufgewachsen? Wie hast du Apartheid erlebt? Es ist eine Frage, die wahnsinnig schwer ist, ein Deutscher zu erklären, weil man kann dieses Land in der Form, wie es damals war, nicht verstehen. Ich habe erstens lebte ich bis mein 20. Lebensjahr oder 19, habe ich noch nie einen Fernseher gesehen. Es gab in Südafrika kein Fernsehen, es war verboten, es war nicht erlaubt. Also lebte ich in einem Land, wo ich dachte, wir sind Südafrika und wir sind die Größten. Wir waren in Sport sowieso, in jeder Sportart mit die Besten, also Rugby und Cricket und alles. Und Südafrikaner sind sehr patriotisch und die wussten, dass es Apartheid gibt, die Weißen. Aber diese Maschinerie lief so unglaublich. Ich hatte sehr viele schwarze Freunde, mit denen ich nachmittags im Park gespielt habe, Sportarten und so weiter. Aber um 6 Uhr gingen die nach Hause und ich ging zu meinem Haus. Es gab niemals eine Mischung. Und diese, ich sage, es funktionierte so unglaublich. Im Bus geht man auf die zweite Etage, wir haben Double-Decker-Busse. Und da gehen die Schwarzen nach hinten und die Weißen gehen nach vorne. Aber es war, als ob genauso eine Toilette stand, Weißen und Schwarzen. Was, wenn also du die, die Toilette, ne, das kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass man, da trifft man sich nicht unbedingt, man geht da ja einzeln rein. Aber im Bus, du stehst an der Bushaltestelle, unterhältst dich mit deinem schwarzen Freund, den du aus der Nachbarschaft kennst, mit dem du gespielt hast. Und dann seid ihr mitten im Gespräch, steigt in diesen Bus ein und mitten im Satz gehst du nach da und der nach da. Und ich keiner sage, stellt mal die Frage und sagt, warum muss das eigentlich so sein? Weil wir nie was anderes kannten. Ich habe mit meinem Vater, der Politiker war, oft darüber geredet. Mein Vater war, sagen wir mal, leicht links von Mitte. Es gab eine sehr starke rechte Partei in Südafrika und er war, weiß Gott, nicht für die Apartheid. Wir haben oft darüber gesprochen. Und wie gesagt, es gab andere Probleme als das Problem, wie lösen wir dieses große Problem. Es gab kleinere, viele kleinere Probleme. In Durban, wo ich gelebt habe, das war eine englische Gemeinde. Und da war eigentlich eher die linken also südafrikanische Politiker. Eher liberal sozusagen. Eher liberal. Ja. Aber in Orange Free State, Bloemfontein und zum Teil in der Gegend von Johannesburg, da ging es sehr, sehr hart zu. Was ich auch nicht wusste, weil ich bis mein 18. Lebensjahr Johannesburg nie gesehen habe. Ich sage nochmal, es ist sehr, sehr schwer zu erklären. Auch am Strand. Es gab einen weißen Strand und es gab einen schwarzen Strand. Was mich sehr bewegt und das... Entertainer geboren. Ich habe von Kind auf gelernt, ein Entertainer zu sein. Wie ist das gemeint? Ich habe sehr viel Zeit alleine verbracht als Kind, weil meine Mutter, mein Vater sehr beim Beruf geholfen hat. Und ich kann mich nur gut, Elvis war noch gar nicht da, aber ich habe mich damals schon für die Entertainers von dieser Zeit, Dean Martin und Sammy Davis, sehr interessiert und ein bisschen studiert, wie die das machen. Aber damals wusste ich nichts, also so früh war mir nicht klar, dass ich irgendwann Sänger werden musste. So, und wenn wir gerade bei Begriffen sind, Entertainer ist ein toller Begriff, der jedem Künstler schmeichelt. Du sagst, das mit Abstand scheußlichste Wort, das es gibt, ist das Wort Schlagersänger. Ja, so weit würde nicht gehen, aber es hat so eine breite Bedeutung. Und eigentlich hat mir noch niemand richtig definiert, was ein Schlager ist. Bis heute weiß ich nicht genau, was die damit meinen. Wenn einer sagt, ja, eingängige Lieder mit deutschen Text, dann kann ich sagen, Grönemeyer hat ein paar davon gesungen. Ne? Grönemeyer Schlagersänger. Na, würde ich nicht sagen, aber es ist einfach ein Begriff, jeder sagt, was hast du gegen dieses Wort? Und wenn du dieselbe fragst, die meint es eigentlich nicht unbedingt positiv. Also du haderst mit diesem Wort Schlagersänger. Für mich ist ja Schlagersänger, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Es ist für mich eine schöne Ballade. Ich habe englische Lieder... Bin groß geworden mit englischen Liedern und als ich nach Deutschland kam und zum ersten Mal Schlager hörte, da war ich schon ein bisschen überrascht, weil damals guckte ich Jimi Hendrix und Beatles und Rolling Stones und zu der Zeit lief in Deutschland Vico Torriani und Fred Alexander, es war eine andere Musik und da war ich schon ein bisschen überrascht, aber ich habe mich relativ schnell mit diesen Art Musik erstmal ich müsste ein bisschen Brot verdienen, es lief alles nicht so gut. Ich müsste irgendwo arbeiten. Also habe ich damals angefangen mit Schlager und habe die für die nächsten 20 Jahre gern gesungen. Und das zweite Wort, das du nicht gerne hörst, ist das Wort Opa. Warum? Ich
Du springst hin und her jetzt. Ich bin. Es sind drei Begriffe. Ich komme gleich noch zum dritten. Ja, ja, gut. Nein, das werde ich vielleicht nichts Offizielles, aber irgendwann hören müssen. Und ich werde diesem kleinen Enkelkind, sobald es sprechen kann, sagen: Du als Einzige auf der Welt, du darfst Howie zu mir sagen. Das Enkelkind darf Howie sagen? Der darf Howie sagen. Ist mir lieber als Opa. Da kommen wir schon zum dritten. Ja, warum nicht Opa? Weil es ist alt, es klingt so alt. Ich fühle mich nicht danach. Aber ist doch schön. Ja, aber Howie von den Enkelkind finde ich auch süß. Howie ihn oder Howie ihn nicht? Also Howie das ist ja. Ja. Aber warum das Wort? Ich finde ja das Wort Opa und auch das Wort Großvater ist doch ein schönes Wort. Du, für englische Ohren finde ich nicht so schön. Granddad geht einigermaßen, aber ich sag dir was, ich bleibe dabei. Du ziehst das durch? Ich zieh das durch, wenn sobald meine Kinder, oh Gott, das will, wenn der Opa zu mir sagt, will ich das übrigens. Ich liebe Cass abgöttisch, aber er war natürlich zu jung. Er hat alles mitgekriegt, er wusste, was mit seiner Familie damals los war, aber er hat sich irgendwie das Ganze blockiert und ist Gott sei Dank heute mit 24 ein sehr erfolgreicher junger Mann, der gerne in Amerika lebt. Aber Wayne und ich haben einen Draht zwischeneinander. Es gibt auf meinem neuen Album einen Titel, der heißt Bedingungslos. Ich singe ungern private Sachen. Aber dieses Lied Bedingungslos, ich rede von der bedingungslosen Liebe, die es zwischen einem Vater und einem Sohn gibt, die, ich glaube, mit keiner anderen Liebe zu vergleichen ist. Mhm. Und was Wayne für mich getan hat, nicht nur getan hat, sondern auf zum Beispiel über Weihnachten zu mir zu fahren, obwohl er mit damals einer Frau, die sehr bekannt ist in Deutschland, zusammen war, zu mir zu kommen und sagen, ich bin hier, weil ich weiß, dir geht's beschissen. Donnies war nicht da, weil Donnies zu der Zeit auch sehr schlecht ging. Also sah es aus wie ein ziemlich einsame Weihnachten. Und dann kommt Wayne dahin und sagt, so, du kommst jetzt mit. Und dieser Verzicht und diese Kraft, die er da geholt hat, dieser Sohn, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es gibt nichts auf dieser Welt, was ich für diesen Sohn nicht tun würde, weil er ein toller Mensch ist. So, wie bist du? Zwei Fragen habe ich noch. Wie bist du zum einen, Howard, mit der Häme umgegangen, die es dann auch gab? Also du hattest 2003 deinen Rücktritt erklärt und hast gesagt, ich mache das nicht mehr. Jetzt hören wir hier zum ersten Mal, warum du tatsächlich dann irgendwann gesagt hast, ich komme wieder zurück auf die Bühne. Das wurde dir, das wusste ja keiner. Und das wurde dir ausgelegt als PR-Gag, dass man sagt, naja, ich mache mal eine Abschiedstournee, dann kommen die alle nochmal, weil sie glauben, ist das letzte Mal. Und dann mache ich noch eine und noch eine und noch eine. So wie James Last sagt, ich bin seit Jahren auf der Last-Tournee und dann kommt immer noch eine. Aber so war es ja bei dir nicht. Das heißt, wie sehr trifft einen dann diese Häme, die dann ja über dich hereingebrochen ist? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es verstanden. Ist okay, ich habe geschworen, ich singe nie wieder, ich habe alles getan und das habe ich ehrlich gemeint. Und dann komme ich plötzlich 5 Jahre später und sage zu deiner früheren Kollegin Johannes Kerner, ich will wieder. Dass manche Leute gesagt haben, komische Plan, was er da gemacht hat. Ja. Was ich nur nicht ganz verstanden habe, ist, man redet über mein Comeback auch heute noch, als ob ich bin der einzige Künstler aller Zeiten, der das gemacht hat. Es ist eigentlich in dieser Branche, kommt sehr, sehr, sehr oft vor. Es kommt absolut, auch bei Sportler vor, wie Schumacher. Und es kommt auch bei. Aber was sollte ich tun? Ich wollte wieder singen. Ich müsste wieder singen. Ich sage keinen anderen Weg für mein Leben. Und, Ärger. Aber wenn wir gerade so ernsthaft miteinander sprechen, sollten wir sie vielleicht kurz thematisieren. Du sagst, es gab Momente, da habe ich 5 Minuten vor dem Auftritt Anrufe bekommen, die mich völlig aus der Fassung gebracht haben. Mhm. Was waren das für Anrufe? Zu sehr würde ich in diesen Themen nicht gehen, wenn du nichts dagegen hast. Aber es geht natürlich, jeder weiß, durchgeschickt in die Presse, über den ich versuche, nicht mehr zu reden, weil die Presse hat eigentlich alles gesagt. Meine Frau ist krank. Und sicherlich gab es viele Momente im Leben, wo Anrufe mich kurz vor dem Auftritt schon sehr aus der Fassung gebracht haben. Aber wir haben noch nie ein Konzert deswegen abgesagt und ich bin rausgegangen und habe wirklich die Sachen versucht, zur Seite zu tun. Die Situation ist erheblich besser geworden, aber du hast immer gesagt, ich müsste immer ein bisschen drüber grinsen, weil du hast irgendwann gesagt,
du scheinst mir sehr melancholisch, sehr oft. Ich habe auch darüber gelacht, weil ich kenne mich und ich weiß, dass ich sehr, sehr gerne lache und sehr, sehr viel Spaß habe mit meinen Freunden, wenn wir Golf spielen. Ich bin derjenige, der Witze erzählt und was weiß ich alles. Ich erzähle dir einen kurzen. Zwei Fledermäuse hängen vom Dach. Der eine sagt zu anderen, weißt du, wovor ich Angst habe? Nein, sagt der andere. Ja, er sagt, von Inkontinenz. Sehr gut. Ja? Ist für mich gut. Sehr gut, ja. Es hat ein bisschen gedauert. Ich kenne kenn auch so einen. Ja. Radeln zwei Vampire auf einem Fahrrad durch die Stadt, werden von der Polizei angehalten. Und die Polizei fragt, haben Sie was getrunken? Und der Vampir sagt, ja, ein Radler. Der geht in so eine ähnliche Richtung. Ja. Du hast mal Wollte nicht ausweichen. Das ist ein Problem, mit dem ich... Ich fand das ja immer gut. Und zwar deswegen, weil es so viele Menschen gibt, die mit diesem Problem zu tun haben. Deswegen fand ich es immer gut und auch mutig, dass ihr beide, du und deine Lebensgefährtin, dass ihr auch gelegentlich mal darüber gesprochen habt, was es bedeutet, wenn in einer Familie ein Alkoholiker ist. Das fand ich weißt gut. du, wie viele Menschen es gibt? Ich habe eine Ahnung davon. Jeder achte Haushalt. Es ist unglaublich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse diesen Zeug, weil ich sehe, was es aus einem Mensch machen kann. Aber es wird immer glorifiziert und Menschen geben an, mit wie viel die saufen kann und so weiter. Es ist eine Sache, die ich total ablehne. Aber gut, es ist da und es ist immer greifbar. Du trinkst selber gar nichts? Kein Stück. Früher schon, aber jetzt nicht. Und es gibt einen ganz starken Satz, und dann beenden wir das Thema auch, den ich, glaube ich, in deinem Buch irgendwo gelesen habe, wo du sagst, noch zu singen, weil ich mir sage, die Grenze liegt irgendwo in der Zeit von Spuren im Sand. Und die Leute wollen diesen Oldies hören und die sollen die auch hören, um Gottes Willen. Schöne Mädchen finde ich keinen Weg, heute noch in eine respektable Form zu präsentieren, in das Programm, was ich mache. Und wo wir gerade sprechen. Wir versuchen eigentlich heute, du hast mein Konzert gesehen. Ja, ihr macht eigentlich Las Vegas. Ja, finde ich schon. Also, gute, laute Musik, die ist zum Teil rockig. Ein bisschen rockig und ich liebe diese Musik. Jetzt plötzlich mal, ich habe schöne Mädchen gesungen vor zwei Tourneen, aber ich habe die selber auf, glaube ich, eine nette Art ein bisschen veräppelt. Ja. Und dann habe ich die gesungen und die Leute haben viel Spaß damit gehabt. Das kann man mit so einem Titel machen. Wenn wir gerade über diesen Akzent gesprochen haben, Howard, es gibt einen anderen Satz, von dem du gesagt hast, der hat mich so genervt, weil immer wieder kam das. Wenn mich Leute erlebt haben, persönlich erlebt haben, auch Journalisten vor allen Dingen, dann haben sie hinterher oft gesagt, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und ich hasse diesen Satz. Nein, ich hasse es nicht. Diesen Satz schreibe ich auf meinen Grabstein. Das hätte ich nicht gedacht. Weil man hat alle Leute, und das ist auch okay so, aber alle Leute haben einen... In Deutschland ist es, glaube ich, stärker als in anderen Ländern. Wenn du in London Erfolg hast, dann weiß man in Manchester und in Birmingham, dass der Typ hat was und da muss man hingehen. In Deutschland muss man Köln gewinnen, dann fängt man neu an in Düsseldorf. Weißt du, dass ich in Hamburg hier den Rekord habe für die meisten ausverkauften Konzerte hintereinander im CCH? 8 Stück. Wenn ich nach Kiel gehe, kommt kein Mensch. Nein, es ist wahr. Ich weiß nicht, warum das ist, aber du musst jede Stadt gewinnen. Aber das liegt daran, dass die Kieler haben selber Spuren im Sand, weißt du? Da oben ist so viel Wasser. Kommt kein Mensch, ist auch übertrieben. Ja. Wir haben mehrere Konzerte da gegeben. Aber ich wundere mich nur, dass man so einen Erfolg haben kann in ein Hamburg. Mhm. Und nebenan kämpft man wieder von neu. Und diesen Satz hätte ich nicht gedacht. Man hat eine Vorstellung, wie ein Carpenter-Konzert aussieht. Man hat eine ganz klare Vorstellung. Und ich freue mich sehr, wenn Männer, gerade Männer kommen im Konzert und es werden immer mehr. Und die kommen dann zu mir hinter die Bühne und sagen, das darf nicht wahr sein. Meine Frau sagt seit Jahren, ich lasse mir es einmal angucken. Die sind sehr überrascht, was die dann zu sehen bekommen, weil es hat mit seichter Schlager und so nichts zu tun. Nein, weil du da eine tolle Band hast. Ich kann das auch so ein bisschen einschätzen. Das sind gute, sehr talentierte Musiker. Ja, genau. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. 2003 gehst du hin und sagst, ich höre damit jetzt auf. Ich lasse es. Ja. Das ist, wo wir kommen langsam zu dem Punkt, wo ich am Anfang dir gesagt habe, weil du sagst, ich habe immer das Gefühl, weiß nicht, ob du gesagt hast, schlecht gelaunt oder sehr traurig. Ich habe dich kennengelernt, ich weiß nicht, wie lange wir uns kennen, 7 Jahre? Ja. 6, 7 Jahre? Ja, mindestens. Du hast mich kennengelernt genau in der Phase, wo ich
fünf, sechs, die beschissenste Jahre meines Lebens erlebt habe. Nach 2000? Eine der wenigen Lieder, die ich nicht bereit bin, im Konzert heute noch zu singen, weil ich mir sage, die Grenze liegt irgendwo in der Zeit von Spuren im Sand. Und die Leute wollen diesen Oldies hören und die sollen die auch hören, um Gottes Willen. Schöne Mädchen finde ich keinen Weg, heute noch in eine respektable Form zu präsentieren, in das Programm, was ich mache. Und wo wir gerade sprechen. Wir versuchen eigentlich heute, du hast mein Konzert gesehen. Ja, ihr macht eigentlich Las Vegas. Wir machen, Las Vegas, wir machen. Ja, finde ich schon. Also, gute, laute Musik, die ist zum Teil rockig. Ein bisschen rockig und ich liebe diese Musik. Jetzt plötzlich mal, ich habe schöne Mädchen gesungen vor zwei Tourneen, aber ich habe die selber auf, glaube ich, eine nette Art ein bisschen veräppelt. Ja. Und dann habe ich die gesungen und die Leute haben viel Spaß damit gehabt. Das kann man mit so einem Titel machen. Wenn wir gerade über diesen Akzent gesprochen haben, Howard, es gibt einen anderen Satz, von dem du gesagt hast, der hat mich so genervt, weil immer wieder kam das. Wenn mich Leute erlebt haben, persönlich erlebt haben, auch Journalisten vor allen Dingen, dann haben sie hinterher oft gesagt, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und ich hasse diesen Satz. Nein, ich hasse es nicht. Diesen Satz schreibe ich auf meinen Grabstein. Das hätte ich nicht gedacht, weil man hat alle Leute, und das ist auch okay so, aber alle Leute haben einen. In Deutschland ist es, glaube ich, stärker als in anderen Ländern. Wenn du in London Erfolg hast, dann weiß man in Manchester und in Birmingham, dass der Typ hat was und da muss man hingehen. In Deutschland muss man Köln gewinnen, dann fängt man neu an in Düsseldorf. Weißt du, dass ich in Hamburg hier den Rekord habe für die meisten ausverkauften Konzerte hintereinander im CCH? 8 Stück. Wenn ich nach Kiel gehe, kommt kein Mensch. Nein, es ist wahr. Ich weiß nicht, warum das ist, aber du musst jede Stadt gewinnen. Aber das liegt daran, dass die Kieler haben selber Spuren im Sand, weißt du? Da oben ist so viel Wasser. Kommt kein Mensch, ist auch übertrieben. Ja. Wir haben mehrere Konzerte da gegeben. Aber ich wundere mich nur, dass man so einen Erfolg haben kann in ein Hamburg. Mhm. Und nebenan kämpft man wieder von neu. Und diesen Satz hätte ich nicht gedacht. Man hat eine Vorstellung, wie ein Carpenter-Konzert aussieht. Man hat eine ganz klare Vorstellung. Und ich freue mich sehr, wenn Männer, gerade Männer kommen im Konzert und es werden immer mehr. Und die kommen dann zu mir hinter die Bühne und sagen, das darf nicht wahr sein. Mhm. Meine Frau sagt seit Jahren, ich lass mir's einmal angucken. Die sind sehr überrascht, was die dann zu sehen bekommen, weil es hat mit seichter Schlager und so nichts zu tun. Nein, weil du da eine tolle Band hast. Ich kann das auch so ein bisschen einschätzen. Das sind gute, sehr talentierte Musiker. Ja, genau. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. 2003 gehst du hin und sagst, ich höre damit jetzt auf. Ich lasse es. Ja. Das ist, wo wir kommen langsam zu dem Punkt, wo ich am Anfang dir gesagt habe, weil du sagst, ich habe immer das Gefühl, weiß nicht, ob du gesagt hast, schlecht gelaunt oder sehr traurig. Ich habe dich kennengelernt, ich weiß nicht, wie lange wir uns kennen, 7 Jahre, sechs, 7 Jahre? Ja, mindestens, Du hast mich kennengelernt genau in der Phase, wo ich 5, 6... Mal zurück, Howard, zu der Geschichte mit Wayne. Das ist ja ein starker Satz, wenn ein Sohn zu seinem Vater sagt, ich nehme dich jetzt mit nach Amerika. Und wenn sich da plötzlich, und das war, glaube ich, auch das, was dir gerade so nahe ging, wenn sich da plötzlich eine Rolle so umdreht, wenn also nicht mehr der Vater auf seinen Sohn aufpasst, wie er es sein ganzes Leben gemacht hat, sondern plötzlich passt der Sohn auf den Vater auf. Wie hat er dich da vorgefunden? In welchem Zustand? Nichts. Ein Typ, der keine Lust hatte, Golf zu spielen, das will bei mir was heißen. Mhm. Ein Typ, der plötzlich viel Gewicht verloren hat, war eine gute Sache, aber es war nicht mit Absicht. Ein Typ, der einfach, ich habe ein bisschen mit Computer rumgespielt, aber ich sah keinen Sinn. Und natürlich mit den anderen Dingen, die dazu kamen, war es einfach zu viel. Natürlich denkt man auch in dem Moment, ich will nichts verheimlichen, man denkt an allem. Man denkt wirklich an allem. Und das ist, was der Psychologe damals gestört hat, weil er merkte, ich denke an alle Auswege, die es möglich gibt. Aber ich wollte es mir nicht zustehen lassen, dass es so schlimm ist, zugestehen. Das heißt, es gab die Momente, in denen du offenbar zu schwach warst, um überhaupt aufzustehen. In denen dir die Lust fehlte, um noch zu essen. In denen du apathisch vor dem Computer hingst. Und wann merkt man, da schleicht sich jetzt zum ersten Mal der Gedanke ein, ich will das eigentlich alles nicht mehr. Ich setze dem jetzt ein Ende. Ich sage, mein Sohn hat mich da abgeholt in Amerika und hat gesagt, ich bleibe hier, bis du mit mir kommst. Das dauerte etwa 6 Tage und dann bin ich mit ihm geflogen. Wohin?
nach Deutschland. Ich will jetzt nicht genau im Detail weiter darum davon geht's sprechen. Auch nicht. Nein, aber es ist etwas, was viele Menschen betrifft. Ja. Ähnliche ja. Dinge. Ja. Und dann habe ich sehr viel Zeit verbracht mit Gesprächen, mit sehr viel Zeit mit mir selber. Und in dieser Zeit hatte ich auch manchmal das Gefühl, es hat keinen Sinn mehr. Aber ich mag nicht sehr gerne über diese Teil reden, weil es geht mir nicht um Mitleid, es geht mir um gar nichts, außer zu sagen, auch ich bin depressiv geworden. Ich kann einen Mensch verstehen, der in so ein Loch reinfällt. Mhm. Und rausgeholt habe ich mich eigentlich auch nicht bei der Comeback-Tournee, die übrigens der größte Erfolg meines Lebens war. Wir haben hier der O2-Halle bis auf den letzten Platz und München Olympiahalle. Da reden wir über 10, 12, 15.000 Menschen. Ne? In Köln über 20.000, weil ich an einem Tag zwei. Aber wenn ich das Video sehe und mein Manager Dieter Weidenfeld, der mich sehr gut kannte, sieht es auch. Er sagt, deine größte Bühne, dein tollsten Show, den du je hattest. Und in deinen Augen merkte man, dass du es nicht genießen konntest. Mhm. Was ist dann passiert? Ich merkte,